Weißt du, mein Lieblingscharakter aus Herr der Ringe, Legoland, hätte eine Chance gegen ihn. Einfach den ganzen Flur mit Legos auskleiden. Oh, das wäre fies. Legoland. Alter Klar. Erze. Hey, Alter. Wer kennt ihn nicht? Legoland, der Elf. Ist genauso wie hier, oh, wie hieß er noch gleich? Herbert Grönemeyer. So, Hank. Oder die fantastischen Bier? Die fantastischen Bier. So, also, jetzt aber kurz Zusammenfassung. Hank war einer von den Leuten, dessen Mission es war, Birkin umzunieten. Nur es sollten den Virus besorgen. This is Hank from Alpha Team. Punkt. Hank. Birkin sollten sie halt möglichst am Leben lassen. Spoiler. Hamza aber nicht. Hamse? Aber. Ah, geil, mein Controller redet mit mir. Die Musik ist geil bei ihm. Du willst doch nur Tofu freischalten wegen der Mucke. Ich will generell einfach nur Tofu freischalten. Ich will wissen, wie es ist, ein Veganer zu sein. Und sorry für die incoming Veganer-Witze, da werden wir heute nicht drum rumkommen. Also bitte, ein ganzer Modus mit Zombies vegan werden und die zum Anbeißen finden. Also ich finde das nur fair. Gott, ich bin ja voll beladen. Ja, du kriegst aber unter die Tür. Du musst mit dem auskommen, was du hast. Ich gar nichts? Gar nichts. Oh, die Frau hat aufgeholt! Ach du Scheiße, ja, ich sehe schon. Also ich habe das, was ich hier habe, und ich kriege nichts weiter. Ja. Ach du Scheiße, ich habe also vier Heilitems, ein bisschen Pulver. Oh, this is gonna be fun. Renn um dein mickriges Leben. Ja, geil, der knabbert an meinen Fuß. Was? Arschloch. Er mag dich halt. Aber die Musik bei ihm ist geil. Tofu ist geiler. Läuft der, also der Film von Tofu denn dauerhaft? Ich merke schon, die Musik ist viel zu laut. Warte mal, ich muss mal. Ich habe keine Ahnung, ich stell's mir mal so vor. Wir werden es ja hoffentlich heute rauskriegen. Es sei denn, ich schaffe es so überhaupt nicht. Ne. Hund? Nein, Hank, nicht Hund. Wo soll ich denn. Oh Gott, Dodging. Okay, sorry, Dude. Das soll nicht stören. Achso, ich kann aber auch alles, was Lien hier hatte, nicht benutzen, okay. Hier kann ich nicht lang. Ach man, ja, jetzt steht ihr hier aber. Geht mal beiseite, ich muss mal durch. Oh, Hank fühlt sich ein bisschen langsam an. Na gut, der Mann ist schwer beladen. Auch wieder wahr. Na gut, verändert sich ja bald. Ja, das stimmt wirklich. Wie viele Hunde gibt das hier? Genügend. Oh, Alter. Ja, fucking Stunlock-Scheiß. Ach, halt mal kurz. Oh, warte mal. Das, Ausrüsten. Moin, Moin, Neo-Shuttle. Ja. Nein! Lass mich doch wenigstens die scheiß Flashbang schmeißen. Wie diese blöden Tönen man nicht auf den Sack geht. Wie viele Hunde gibt das hier? Alter! Tamte Scheiße! Wie viele fucking Hunde? Aber was sind das für Waffen? Ach, das ist ein Lightning Hawk und. Okay, Pistole. I got it. Wo soll ich denn hin? Da hoch? Nee. Na, im Prinzip, du musst jetzt den Fahrstuhl nehmen, der dich wieder ins Revier führt. Der war hier in die Richtung. Was willst du denn? Dein Fleisch. Komm, du bist Hank. Du bist der Boba Fett von Resident Evil. Hier, halt mal. Ja, ne. Denk dran, nicht schlucken. Gute alte Klang.
Ja, ist okay. Ich hab's begriffen. Ihr wollt unbedingt alle knuddeln, aber ich will nicht. Mann, ich muss hier echt abschalten, hier meinen Willen, alles zu erkunden. Das ist das Schlimmste an der Sache. Mein Willen, alles einfach nur zu erkunden, wie so ein Besoffenen. Weil das ist ja absolut Blödsinn. Nee, hier. Wart nach. Oh Gott, zwei. Mach die Gene-Monster, meinst du? Ja. Also im besten Fall dann eine Flashbang in die Mitte werfen, durchrennen und beten. Ja, das glaube ich wäre besser gewesen. Jetzt ist eh egal. Du überlebst das eben nicht. Nö. Ja, geil. Das Stun hält nicht lange. Ich merk schon. Beweg dich doch jetzt, Mensch. So, welches ist jetzt der... Nee, das ist nicht der Fahrstuhl. Hier. Lass mich raten, Checkpoints gibt's auch nicht. Ich glaub, nein. Nein, gut, das, cool, another dickhead. Ist mir auf jeden Fall nie einer aufgefallen. Wird auch so die beste Zeit für einen Run, irgendwie sinnlos mochten. Auch wieder wahr. Nee, warte, der Aufzug war hier. Hinterm Schreibtisch. Hinterm Dingsregal. Hinterm Billy-Regal. Tisch versteckt. Benutze ich Shotgun halt zu gerne. Hat halt auch einen befriedigenden Bums. Ja, ne? Man kann es in 7 Minuten schaffen, ja gut. Oh, hi! Out of the shadows, mein Duden. Du bist ein Arschloch. Weißt du, was sich der andere Kackbatzen vor ihn gestellt hat? So, warte. Ich muss jetzt ja wieder... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Sonst gehe ich hier gerade voll in den falschen... voll den falschen Weg. Ah, geil. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Das heißt, ich muss den Birkenweg nehmen. Das ist gut. Like a Birkin. Fucked like the very first hunk. Oh, fucking lecker. Like a Birkin. Oh, scheiß doch. Scheiß Bullet Time Hick, lecker. So. Warum ist dein Theme so fucking gut? Weil die Leute wollen, dass du spielst. True. Ja. Da arbeiten Leute mit Verstand. Die meisten kann man hier ignorieren, weil man das sei. Wo ist überhaupt mein Ziel? Ich meine, ich marschiere jetzt hier gerade. Super, den hätte ich ignorieren können. Ja, du landest jetzt dann in der Tiefgarage und da musst du, glaube ich, dann den Weg von Lien hochlatschen. Also ins Büro. Mhm. Weg. Och komm. Super, ich hab den einen Hund erwischt. Den hinteren irgendwie. Wie der andere erstmal um dich herum gebaitet ist. So, warte mal, jetzt muss ich den leeren Weg gehen. Das heißt, okay, dahin. Oh Gott, wie die alle jetzt aufstehen. Als hätte der Wecker geklingelt. Oh Junge, 3 Uhr morgens. Oh Junge, 3 Uhr morgens. Fuck, ich wollte noch schießen. Du warst doch gar nicht da, du dreckiger Hillbilly. Du dreckiger Vegan-Zombie. Das habe ich jetzt nicht gesagt, sorry. Genau hier. Wenn es ein Zombie ist, dann ist es ja keine Blöde, mir fällt gar noch. Wo warst du denn? Du Lickfuck! Gottes Willen. Oh, da hing an der Decke. Oh ja, komm!
Insta-Kill? Was? Du hast kein Defense-Item mehr. Ich hab mich voll geheilt. Hast du nicht, das war ein blaues und ein rotes. Ach, das ist ein blau-rotes? Ach, wie dumm. Da ist Verzögerung doch ganz lustig. Ach schön, das ist ein fucking blau-rotes. Ich dachte, das sind dreimal die vollen. Nee, Mann. Das war arschig. Ich hab nur auf die Icons geguckt, die sahen für mich identisch aus. Und jetzt von vorne wieder, ne? Licker sind Nagis? Was? Nee, wir sind ja nicht bei Matze. Okay, ja, ganz von vorn. Ach du Scheiße. Ich glaube, selbst Matze hätte andere Bezeichnungen für die. Ja, komm. Gut, der ist schön an mir vorbeimarschiert. Aber wenn ich Glück habe, benimmt er sich nicht wie ein Arschloch. So, ja, bleib einfach mal kurz da, dann, ne? Genau, Invincibility Frames machen den Rest. Danke dafür. Ich habe nie vier, mit der Vier-Reihe irgendwas anfangen können. Ich weiß auch nicht. War mal irgendwie nicht so meins. So, den Raum ignorieren wir mal komplett. So, runter. Euch ignorieren wir auch. Weißt du, wenn du weißt, was du ignorieren kannst, ne? Ja. Dann ist das richtig. Also schon Defense-Item in die Schnellauswahl gepackt? Nein, noch nicht. Gerade besser. Warte. Vielleicht nur die Hunde hier loswerden, diese Zehntausenden. Ja, das da reagieren die ungesund drauf. Mann, ihr greift doch sonst nicht an, ihr dreckigen Mistviecher. Oh Mann. Aber ja, das ist echt eins. Das ist so eins. Ja, Hank, du hast fucking, ne, das ist ein Hund nur. Stell dich nicht so an. Da wäre so eher so ein Katzenmensch. Ja, ne, ist eine Pussy, das ist er. Jetzt gleich alle Fanboys. Ah, der Hank, ich will ihn weg. Ja, Hank ist ja nur der Boba Fett der Resident Evil-Reihe. Captain Worthless on Steroids. Und wir alle wissen, was mit Boba Fett passiert ist. Richtig, ja. In der Wüste, im einzigen feuchten Loch verschwunden, das es gab. Ja. In der Space Vagina. Wo kommst du denn jetzt her? Alter. Oh, was nö. Komm. Hab ich mich nicht jetzt gerade eben voll geheilt und bin jetzt auf Gefahr? Das war... Hä? Das sind doch zweimal die grünen. Die hier. Du hast aber auch gerade eine grün-rot-Kombi geschluckt. Hä, wie kann ich denn schon wieder auf Gefahr sein? Alter, die beißen ordentlich ab. Wo ist mein Buff? Das freut mich gerade viel eher. Wo ist mein Buff? Für den Buff brauchst du die Mischung, wo noch das Blau drin ist. Also war das nur. Oh Gott. Du hast nur grün-rot getrunken. Oh, come on, was ist denn das hier? Ich hab noch eine Flashbang. Zweifelsfall solltest du mal die roten Lauen schlucken, vielleicht fällt das ein bisschen hoch. Ja, das. Ja, natürlich! Okay, Flashbangs sind absolut wertlos gegen die Viecher hier. Oh. So, komm. Just. Stapf hier einfach durch die Gegend, Hunky Punky. Punky Popunky. Und er stampft für dich. Und er stampft für mich. Der kackt sich ein. Ist Boba Fett. Er stampft in dein Herz. Scheiße, wo war jetzt der Licker? Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Ah ja, stimmt, auf dem Birkenweg, genau.
hier erstmal. Oh man, this is... Hunk is stressful. Jupp. Ja, der kommt doch direkt von der Seite, der Arsch. Der Scheiß war damals lustig, wenn du das noch mit Tankmechanics machen musstest. Oh ja, das stellt mir richtig trashhaftig vor. Ja, war's auch. Was mich viel mehr nervt, ist, wenn du gegrabt wirst und dann die Kamera sich komplett überall hindreht und nicht dahin, wo sie hin soll. Das geht mir so ein bisschen gerade auf den Keks. Verständlich. Du wirst gegriffen und dann ist die Kamera auf einmal überall. Nur nicht, ne? Pigeon fucks the movie. Ja, ist ein bisschen... Geh drauf. Scheiß Lecker. So, danke. Das ging ziemlich gut. Da war zwar offenbar schon wieder irgendwas hinter mir. Ein Hank, ein Birkin und ein erschossener Lecker. Und ein erschossener Ficker. Du kipp mal um, ja. Das ist das Schöne hier. Die meisten haben so eine Spawnzeit, sag ich mal. Bis sie erstmal aktiv werden. Die sind halt müde. Er hier zum Beispiel ist auch ziemlich dämlich. Und sobald ich da jetzt gleich hochgehe, ist ein Problem. Ach, das habe ich noch. Dämlich ist jetzt ein böser Begriff. Ich meine, wie viele von denen würden jetzt in einem Quiz sagen, es gibt WLAN auf dem Mars? Ach, hör auf damit wohl. Ja, die Granate war gut. So kam ich hier durch den Gang ziemlich schlau. Oh ja, ich sehe sie gerade. Und jetzt die nächste. Kobe! Hat überhaupt nichts gebracht, weil Hank einen Wurfarm hat wie eine alte Oma. Daneben. Double Team, geil. Okay, die Garage ist ein Riesenproblem. Ja, doch. Die Garage ist. Alter. Es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn du die Granate aufhebst in dem Moment und den erstbesten ja. Oh ja, komm, Mann! Beweg dich, du Schweinebacke! Ja, ich dachte, Hank kann ein bisschen eher. Weißt du, der Typ, ne? Special Forces und so eine Scheiße. Hat aber einen Wurf an wie eine alte Oma. Mann, der Typ ist oben gepanzert. Eigentlich dürfen die Bisse gar nicht durchgehen. Nein! Komm, bitte stirb nicht. Oh, ich leg noch. Oh, du Licker! Wie wählt der aus? Kann doch nicht wahr sein. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? So, geil. Jetzt ist, Captain Try and Error. He strikes again. Feuerleiter? Eingang? Ja, hier, Helikopter. I have no fucking idea anymore. Ja, Mr. fucking X! Ja, Mensch! Wie soll ich dir denn hier ausweichen? Ich gehe einfach so. Fuck you! Just fuck you! Fucking dickhead! Mensch, jetzt eine Panzerfaust. Da war eine Tür, scheiße. Da hätte ich durchgeklappt. Lass mich raten, ich hätte da durchgemusst. Oh nein, jetzt sag mir nicht. Nee, komm, Hank. Bitte. Ach, geil, da ist er. Ach, ich leb noch. Nee, ich leb nicht mehr, weil, ne. Oh Mann, was für eine Try-and-Error-Scheiße. Ach, komm. Ach, das ist doch doof. Ach, komm. Ey, weil da so ein kleines, verficktes X ist, wo steht, nee, darfst du nicht lang. Ist auf einmal zu. Ach, was ist das denn für ein Kack? Komm. Wie zum Geier können die aus so einer vollen Rüstung ein Stück Bacon aus dir rausreißen? Ich hab keine Ahnung. Offenbar, sobald du ein Zombie bist, können deine Zähne offenbar Leder durchtrennen und was auch nicht alles trägt. Ja, ne, geil, schön. Also ich glaube, als Zombie hast du einen richtig guten Zahnarztversicherungsschutz. Ja, vielleicht eine Karriere. Mr. Reaper. Ja, weißt du, er hat so einen coolen Spitznamen und ist im Grunde die größte Pussy auf diesem Planeten.
Und ich merke, ich habe viel zu viel Munition jedes Mal über. Also zumindest für viele von meinen Waffen. Ich gehe an sich viel zu sparsam mit dem ganzen Scheiß um. Weil ich bin ja da, ich bin ja mit dem, was ich jetzt mache, schon beim Büro fast. Wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr ballern würde, ne? Dann müsste ich das ja auch viel besser schaffen können. Und wenn ich nicht immer Kräuter schlucke, die ich nicht brauche. Weil ich immer das trotzdem, das eine hier vorhin war irgendwie Bullshit. Hab ein rot-grünes gefressen und war auf einmal wieder auf Danger. Oder ist das hier alles auf Hard Mode? Also so wie dich damagen würde, denke ich schon. So, hier. Ja, komm. Wirf! Ja, hallo! Ja, fair. Oh. Geh! So, lauf! So, lauf, lauf, lauf. Einfach durch die Tür, Hank. Du bist fucking gepanzert. Hör auf, dich wie Boba Fett anzustellen. Du bist und bleibst für mich nichts anderes. So. Um euch kümmere ich mich jetzt tatsächlich mal, weil ihr scheint mir jedes Mal ein Problem zu werden. Du vor allem, du Wichskrücke! Was mache ich denn da? Warte. Halt. Bodyshot. Fuck, fuck, fuck. Och ja, komm. Schnabber mir nicht am Fuß. Halt die Fresse, okay? Dankeschön. Boah, das ist hektisch, ey. Das ist fucking hektisch. Na komm, Boba Dick, du schaffst das. Ich meine, ohne Scheiß, ich habe irgendwo echt keinen Respekt vor dem Dude. Ich meine, der ist voll gepanzert, aber nimmt mehr Schaden als Leon in seinem Nachthemd. Was soll Claire erst sagen? Ja, eben. Okay, um euch kümmere ich mich tatsächlich sogar jetzt mal. Zumindest... Ja, geil! Wo kommst denn du jetzt her? Das war der andere. Oh, komm jetzt! Aber gut, wenigstens den einen bin ich los. Mehr brauche ich auch nicht. Ich habe dein scheiß Auge zerstört! Oh, wow. Oh, wow, spiel du mich auch. Aber mal ganz hart. Ja, das ist grün-blau. Oh mein fucking. Nehme ich das hier, dann habe ich wenigstens den Damage-Buff. Ich habe doch aufs... Sein Auge war doch zerstört, oder habe ich das falsch gesehen gerade? Sekunde, ich habe ja da gleich einen Blick drauf. Alter. Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich beteuern. Ich schau mal, was der Chat so sagt. Also für mich sah es aus, als hätte ich sein Auge zerstört. Genau, ich war das Auge putt oder nicht? So, ich habe noch zwei Granaten. Eine brauche ich für den... ja, warte mal, ich mache das jetzt so. Einen benutze ich jetzt gleich hier in dem Raum, weil der Raum ist auch scheiße. Schmeiß. Ich wollte gerade sagen, du standst da doch... Gaff. So. Jetzt kommt Licker. Du kriegst die besondere Gewürzmischung. Haben die auch was mit Paprika? What the fuck? Alter. Radikales Mistvieh. Drei Magnum-Treffer und das Vieh stand noch. Das muss hart sein, definitiv. Also ich kann mir jetzt langsam nichts anderes vorstellen. Das muss Schwierigkeitsgrad hart sein. Weil wenn Licker auf einmal so viele Magnum-Schuss tankt. So, du bist dämlich, das ist mir egal.
Habe ich jetzt noch... Ich habe noch eine Granate. Halt die am besten im Inventar. Ja, für Dings. Für den Raum gleich, für die Garage. Hm. Granate, leider bist du. Ja. Nein, du Töle! Ja gut, hier, Schluck. Lieber das. Oh, danke. Danke, Granatenframes. Gut, dann machen wir das anders. Ich hab Plan B. Dann lassen wir uns jetzt hier halt mal ein bisschen Zeit. Kann ich hier durch? Ach du Wichskind! Geh weg! Mann! Oh ja! Oh, perfekt! Oh, das lief super! So, weißt du was? Hier, den Licker! Komm, leck mich! Ja, du Fickvieh! Sagst du gerade wirklich zu einem Licker? Ja, ich weiß. Das war das Kreativste, was dir in den Sinn kam. Ja, das. Ne, ich hatte gerade nichts anderes, sorry. Aber gegen den zu kämpfen ist Blödsinn, also von daher. Ja, klar. So, warte, jetzt bin ich wieder gesund. Perfekt. Jetzt müssen wir Mr. X hier irgendwie. Hey, Mr. Merry Xmas. Vor allem, ich merke jetzt, dass mein Damage-Buff wurde nicht erneuert. Oh! Dem Dodges. So, gut, jetzt müssen wir durchs Büro. Das Büro ist natürlich gerade das Highlife. Out of order. Die Zombies haben alle auf den Kopierer und kopieren den Arsch. Das wäre mal interessant. Was? Ich weiß nicht. Das seltsame Vorstellung von interessant. Wo muss ich denn jetzt hin? Boah, der Tür ist blockiert. Oh Mann. Die Treppen sind blockiert, Büro, okay, gut. Im Zweifelsfalle oben durch die... Ich kann nicht nach oben. Ich muss hier unten. Du Wichser! Komm, nutz es. Hier, okay, da hoch dann. Lecker. Fuck. Nein. Ich bin noch auf Warnung, alles gut. Aber mir geht die Munition aus. Ja, ihr da unten seid mir egal. Der fucking... Nee, komm. Wo soll ich jetzt hin? Duschraum. Gut. Hallo! Oh, Mr. X, geil, danke. Ich meine... Nee, wirklich, danke. Das kam mir gerade gelegen. Oh, ich sehe es gerade. Okay, he just fucking saved me. Der Typ denkt sich, wenn dich einer boxt, bin ich das. So eine... Alvis! Und ich bin tot. Weil die Dinger sind immer noch Insta-Kill, ja. Ja, schön. Das ist nicht so, was man braucht. Wie soll ich das denn machen? Das heißt, ich muss mir fucking Verteidigungs-Items bis hierhin aufheben? Hui. Weil ich es mir in die Haare schmieren kann, die Dinger irgendwie abzulenken? Möglich. Was zur Hölle spielt ihr? Shadow versucht, für Survivor zu packen. Oh, wow. Hm? Viel Spaß, ich verkacke da regelmäßig bei. Ja, das wundert mich nicht. This is some try and error bullshit. Ja, das ist es. Hey Chat, sagt übrigens mal Hi zu Keks. Ich kann den Chat nicht lesen, Vollidiot. Aber ich glaube, der Chat sagt gleich. Grim Pussy trifft's wohl eher. Was zur Hölle versuchst du da, Wille? Ist das dein oder was? Noch alle Jürgen hier. Oh. Bist du umzingelt von Inkompetenz? Zwei Räume weiter. Cool. Bei dem hier. Oh shit, he's feisty. Ja, natürlich! Aber hol ja, ich hab mir vorhin erstmal eine Cola danach gegönnt nach unserem Gespräch. Nice.
Meinst du, so teuer sind die hier gar nicht? Irgendwie 1,25? Für eine 0,5? Das geht voll klar. Für Lehrgangspreise und allgemein. Aber nee, ich brauchte irgendwie eine Cola vorhin, weil einfach mir ging's. Oh, ich bin immer noch leicht zittrig. Ich glaube, draußen wir hatten Wasser gerade, und, aber wir hatten gerade sehr geilen Theorieunterricht gehabt. In der Theorie könnte ich dir mit 28 Möglichkeiten das Genick brechen. In der Praxis tue ich es nicht, weil ich bin nett. Wir haben uns einen Film hier über Aikido angeguckt und währenddessen nur Tee und Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Ihr habt also schon weggeguckt. Nein. Durch. Ein Aikido-Film. Wie Aikido entstanden ist. Alternativ würde ich sagen, ihr habt euch Vendetta angeguckt und den Kampf analysiert. Und das wäre ich gewesen. Aber nee, wir haben uns so ein, halt wie ist Aikido entstanden, angeguckt. Bis wann habe ich... Aikido-Leute haben sich geboxt. Ja. Bis wann habe ich jetzt... Bis 19 Uhr habe ich jetzt frei. Freiheit! Gleich geht's zum Abendessen. Und dann von 19 bis 21 Uhr geht's weiter. Aber dann könnt ihr mal ordentlich was. Und dann ab 21 Uhr haben wir dann Freizeit. Das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal. Was sagt eigentlich der Plan bei euch? Wie lange musste ich morgen quälen? Morgen um 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr gibt es Frühstück. Dann 9 bis 11 Uhr. Und eigentlich morgen ist einfach zu spät. Ja, nimm das Messer. Das Messer ist eh useless. Komm. Und 8 Uhr Frühstücken an einem Wochenende. Ich kenne Leute, die würden das als KZ-Status einordnen. Herzlich willkommen, wenn man Lehrgang hat. Das ist normal hier. Hier bin ich gerade. Vielleicht wäre ich besser, wenn ich sehe, dass es eine MZ-Halle gibt. Merzzeckhalle. In der sind wir, in der Merzzeckhalle. Und mir ist kalt. Du brauchst eine Decke. Ich sitze schon auf meinem Bettchen hier. Ja, toll, das sitzt auf dem Bett, deck dich zu. Gleich geht's erstmal essen. Ich bin jetzt gerade auch irgendwie nur in der Konfi hier, weil ich halt, wie gesagt, brauche irgendwie Menschen um mich herum gerade. Also zwei Spacken, die mir sinnloses Zeug labern. Und ein Typ, der versucht, ja. Hank zu sein. Dann weißt du, wo ist die vierte Person, Shadow? Hi. Die vierte Person ist Hank. Ah, gut. Was zur Hölle machen die da draußen? Hammerblaufen. Merke ich. Bekloppt sein. Ja, das sind sie. So, um den muss ich mich kümmern, den kann ich nicht ausweichen. Fuck. Keine Munition hier von mir. Das Glas, danke für den Bett. Geht jetzt schon essen, oder? Ja, okay. Okay, die Party-Crowd ist am Struggeln. Gut, du bist weiterhin dämlich, das ist schön. Sieht sehr gut aus. Guten Hunger. Das war Keks. Das war Keks? Hier versuche ich jetzt am besten nicht. Lasst mich einfach in Ruhe. Ihr verblödeten Mistviecher. Invincibility Leiter. Go fuck yourself. On the shelf. Hab ne Flashbang. Weißt du, was ich mich mal ernsthaft frage? Jetzt mal so ohne Spaß. Oh, das hat gut funktioniert, ja. Du bist voll montiert. Du trägst eine Ganzkörpermontur. Ja, gute Viecher können nicht unterscheiden. Bist du jetzt menschlich oder Zombie? Warum torkelst du nicht einfach durch die Masse? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe, verdammt gut funktioniert hat. Oh, zweimal in die Fresse rein? Ja, ich wollte eigentlich nur, dass sie gestunt sind. Mal gucken, ob ich Captain X nochmal so outplayen kann.
Nein, er grabbt mich. Aber gut, sein Grab macht kein Damage. Das ist immerhin etwas. Hatte ich eben ganz gerne. Ich komme an ihm vorbei. Sehr schön. Nice. Gut. Oh. Es ist aber ein bisschen RNG-abhängig, ne? Also. Ach, du Geige, du. Gut, ich habe aber noch den Damage-Buff. Das macht also nichts. Ich finde es halt nur geil, wie schnell Mr. X aufholt. Weißt du? Naja, er ist halt wie ein Schnuppi. Ja gut, wenn ich auch ständig gefressen werde. Hey, Ninkert. Da ist er wieder. Guck mal. Ja gut, aber dass er mich hier jetzt eingeholt hat, wundert mich nicht. Invincibility Frames sei Dank. What the Hunk, Hell? Da der ist busy. Nein, okay, eine brauche ich noch. Ich brauche eine über. Habe ich noch eine? Ja, ich habe noch eine. Um an den Ivys vorbeizukommen. Oh, scheiß Vieh. Warte. Warte, ist noch. Ja, mein Buff läuft noch. Okay, warte. Das können wir nutzen. Oh, wow. Er hat das gemacht, was er im ersten Durchlauf gemacht hat. Er ist einfach den Gang runtergefallen. Oh mein Gott, yes. Ich benutze die Granate. Oder versuche ich einfach mal. Ich versuche so erstmal. Stopf dem das Ding am besten ins Maul, wenn es dich packt. Ja, genau. Ist am sichersten. Oh wow, ich konnte mich vorbei sneaken. Oh, Invincibility Frames sei Dank. Wohin? Durch die Bibliothek wieder in die Eingangshalle. Oder. Okay. Ja, weißt du was? Gefahr, macht nichts. Ich hab noch zu trinken. Ich hab noch. Ach so, du sollst dann wahrscheinlich rum durchs Lager marschieren. Ich kann. Dann wahrscheinlich. Ja, auf durchs Wartezimmer. Durchs Wartezimmer, denn da aufs Dach, okay. Okay, got this. Fuck, hier hin. Fuck, ist das hektisch, ey. Die wollen, dass du den Tofu aber wirklich verdienst. Oh, das war ein schöner One-Shot an der Töle. Ja, Hunde da will ich mich nicht mit absabbeln. Die sind mir zu schnell. Also, was jetzt das mit dem Chat angeht, gut, also es ist zur Hälfte die Geschichte. Hank ist halt wirklich ein Abgrund von Virus umgerannt. In der Hoffnung, dass sie nicht nochmal fucking Ivys sind. Das Ding ist halt, wir haben jetzt dann halt so diesen Survival-Modus drum umgebaut, dass das jetzt chronologisch totaler Mumpitz ist. Zwischen deinen Ranz ist ja klar. My God, so lucky. Der Mod ist für Survivor. Wohin? Oder wie ich es gerade nenne, Shadow baut sich als ein 14 Außenbossmotor. Ich hab keine Ahnung, was ist. Ist es Birkin? Es sieht Birkin-mäßig aus. Ja, es ist sehr Birkin-like. Wohin? Oh, hier. Nein! Nein, nicht mich! Komm! Nimm ihn, nicht mich! Durch! I'm almost there! Ich gönn mir den Buff. Ach, scheiße, das ist ja gar kein Buff. Und dann hier raus, genau. Dann hier raus durch die Feuerleiter. Nee, Basti, ja, meinte wirklich, was ist das für ein Spielmodi? Ja, Fourth Survivor. Spaß für die ganze Familie. Oh nein. Komm, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ivys! Nein! Lass mich los! Nein! Oh, come on! Ihr könnt ruhig an mir knabbern, aber lasst den Ivy nicht! Wo bin ich? Wo bin ich? Ah! Help! God help! Oh Gott, was für ein Anblick. Die Viecher auf dir und dazwischen drin noch so bitte Tentakel, die rumranken. Oh Gott! Das ist ein wunderbarer Anblick gewesen. Ist mir egal, ich hab noch Damage Protection. Hab ich nicht, okay. Nein! Geh vorbei! Geh bitte! Lauf! Hank! Please!
Was wird der Agent tun? Los, sei Agent! Please! Besser. Please! Yes! Lauf, lauf, lauf! Gefuckter Tod! Und er macht das Tor auf! Yes! Oh. Und natürlich nochmal cool posen, klar. Fuck! Oh Gott! Dieses Ende ist so fies! 10 Minuten 49! Hast ein Problem? Gevatter Tod, Spielmodus Tofu Survivor. Oh Gott, jetzt wird's vegan. Jetzt wird's vegan. Jetzt wird's vegan. Nee, nicht nochmal. Hank ist stressful. Naja, angucken willst du das Video mal. Ja, also, ja klar, aber Tofu Survivor ist ja... Das ist auch dasselbe in grün. Ja. Echt? Ich dachte, das ist einfach nur, ich spiel Dings. Soweit ich es jetzt noch in Erinnerung habe, ich habe es jetzt im Remake noch nicht hinbekommen, also Tofu war eigentlich dasselbe in grün vom Spiel her. Oh Gott. Kann mir mal eine... Gibt's irgendwie Bestlisten zu Fourth Survivor? Ich glaube, dafür müsste sie sich mit dem RE-Network verbinden. Ach, Tets! Warte mal, ich suche damit mal... Ich suche im Internet mal, da wird es ja wohl irgendwas geben. Ich will mal wissen, wo ich jetzt stehe. Mal, ich bin jetzt schon an sich sehr turbo durchgerast, so turbo ich halt konnte, ne? Ja gut, wenn ich... Ja, das ist vorhin im Chat, in 7 Minuten kam manche durch. 7 Minuten? Meinte da nicht irgendwer einer oder was? Nur mit dem Messer, das ist unmöglich. This is impossible. Wie viele Stunden willst du da hocken? Warte mal. Resident Evil 2 Remake. Fourth Survivor. Ah ja, ganz am Anfang stand, man kann es in 7 Minuten schaffen. Kann. Bestzeiten. Und Giga? Na, Giga ist jetzt, na gut, aber. Giga. Ne, nicht freischalten. Ich will doch nur wissen, ne? Ach, na gut, ich hab da jetzt auch keinen Bock, großartig nachzusuchen. Ich dachte, es würde sich easy finden. Aber ist es nicht. So. Jetzt haben wir noch den Tofu-Survivor. Meide. Ein mysteriöser Agent bekannt, seine Situation anzupassen. So wie das Wasser. Es ist Tofu. Ein echter Schaumbolzen. Was zur Hölle? Oh nee, das ist echt derselbe Mode, nur mit Tofu. Yep. Wobei dein Schadensmodell recht interessant aussah. Ja, wenn man... Es fehlt immer mehr von dir, ne? This is Nighthawk. Come in, Alpha. This is Weehawk. Do you read? Yabidi! Sie haben dem Tofu eine Stimme gegeben. I've been trying to... Ja, das ist japanisch. Oh, was? Das ist nicht euer... Das soll schaffbar sein? Oh, stimmt ja, der hatte hier nur ein Messer. Oh ja, na de. Fuck you. Oh ja, Koka. Dass sie dem Ding eine Stimme gegeben haben, finde ich so witzig. Oh, was ist das? Das ist so blöd. Jagd den Tofu, jagd den Tofu. Ja, Männer! Das ist so dumm! Oh, da fehlt dir ja schon ein Stückchen. Ja, ein Stückchen fehlt mir schon, vor allem du hast so wenig Heil-Items, ne? Du hast nur ein paar Kräuter. Ja, was willst du machen? Dich würzen, damit du noch besser schmeckst? So, Hunde, ihr wollt mich gar nicht. Ich bin Tofu. Wie sie teilweise aber auch dastehen. Fress ich das Ding jetzt? Tue ich mir das an? Will ich das? Mag ich das? Telekinese-Messer! Hey, Yamete! Ja doch, das könnte man wirklich so als den Unge-Community-Mod durchgehen lassen. Ja doch.
Das schaffe ich niemals. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Oh, sehr viel mit Gedodge. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja, weil das Dodgen in dem Spiel ist super schwer einfach. Oh, das ist mal eine ganz große Mische. Vor allem, es wabbelt einfach nur durch die Gegend. Vor allem, wenn sie versuchen, dich am Bein festzuhalten. Du hast keine Beine. Ja, nee, also... Du kannst dich vor Grabs schützen, aber da hört's auch schon wieder auf, also... Alter, wie? Die Musik, fucking Speed Metal. Devil May Tofu. Hier ist echt so, es ist, die Musik ist einfach die ganze Zeit derber Speed Metal. Weißt du, die einen haben Nero, du hast Tofu. Ich meine, es ist nicht so, als sie sich feiern würde, ich meine. Hat der Tofu gerade gesagt, fuck you? Wahrscheinlich nicht. Ich hab noch einen Haufen Messer über. Vor allem, du kannst ja nicht mal offensiv benutzen. Ja, die wollen echt, dass du wirklich ausweichst. Ja, also das ist wahrscheinlich der Gameplan hinter dem Ganzen, weil offensiv kannst du es nicht richtig benutzen, weil die schon immer alle angeschlagen sind, die Messer. Ey, aber wie sollst du denn nachher die Szene mit den Lickern und alles und... Alter, mit den... Okay, Ivy ist es jetzt kein Problem, die können dich sowieso nur greifen. Das ist so bescheuert. Aber es sind solche Kleinigkeiten, wo ich mir sage, sie hätten es nicht einfügen müssen, but they did. Weißt du, jetzt wünschte ich mir irgendeinen Flammenwerfer, um zu sehen, ob sie dran gedacht haben, dich mit Röstaromen zu pixeln. Oh Gott, das wird... Die Stimme einfach! Ey, liebe, diese Stimme vom Stück... von einem Stück Tofu! Von einem Stück Tofu mit Speed Metal! Ja, du musst echt viel auch Glück haben. Bei einem Licker kannst du nicht outrun. Die sind schneller als du. Also, mit ganz viel Glück. Zum Glück hat er einmal daneben gehauen. Ja, eben, einmal hat er daneben gehauen. Ey, diese fucking Speed Metal Musik. War das damals genauso, dass du auch nur ein Messer hattest mit Tofu? Ich meine ja. Das ist so bescheuert. Ich bin mehr mit Hand rumgerannt. Ich meine gerade wirklich nur ein Messer. Oh, Invincibility Frames! Haha, Bitch! Das ist so dämlich. Oh, die Leute hat jetzt so den Arsch gerettet. Ja. Naja, Arsch. Mein Tofu. Schokotofu. Aber wirklich, das ist so einer dieser Punkte, wo mich echt nervt, dieses, dass die Kamera sich so ekelhaft dreht manchmal. Ja, okay, der ist locked. Ja, mit der! Der Licker ist locked an dir. Also dem kannst du nicht ausweichen. Der springt dich an, ob du willst oder nicht. Sobald du in seine. Hat halt Hunger. Sobald du in seine Range kommst, springt er dich an. Er wollte Frühstückchen. Ja. Ich habe aber noch eine Menge Messer über. Gott, du siehst so zerrupft aus. Das ist einfach nur ein Stück. Weißt du, wie so eine ganz dicke Füllung von der Milchschnitte? Ja. Weißt du, ich bin einfach nur das Innere einer Milchschnitte. Ah, vielleicht wollen sie die deswegen fressen. Sie wissen nicht, was Tofu ist. Sie kennen nur Milchschnitte. Sieht aus wie Milchschnitte. Bäh, schmeckt ja gar nicht danach. Den töte ich jetzt. Ja, also eigentlich deine größte, die größte Wette, die du eingehen kannst, ist eigentlich zu hoffen, dass sie dich, dass sie dich greifen und nicht, ne? Weil dann hast du instant Verteidigung. Ja, Banana! Weißt du, er klingt so unschuldig, aber bestimmt haut er voll die üblen Beleidigungen raus. Ja, Banana!
Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich, Alter, ich bin echt nur noch ein Stück zerrupfter Tofu. Gott. Nein, und er will jetzt natürlich... Komm, wieso konnte ich nicht Messer? Hä? Hast du überhaupt noch welche? Ja, natürlich habe ich noch welche. Ich hatte noch irgendwie, muss noch 5 Stück oder so übergehabt haben. Oder hatte ich in dem Moment umgehauen, weil du auf der Treppe lagst. Ja, aber selbst wenn er einen umhaut, kann man doch das Messer benutzen als Selbstverteidigungsitem. Ja, auf der Treppe weiß ich es gerade gar nicht. Ich habe das auch schon mal gehabt. Das ist doch merkwürdig. Hm. Ja, aber nee, das ist nicht in meinem Schaffbarbereich. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Highlight-Items managen sollte, wenn ich ehrlich bin. Im Zweifelsfall machst du dir einen Standard Rot-Grün und dann noch eins, wo ein bisschen Protection gibt. Ja, also nach dem ersten Treffer dann wahrscheinlich das Rot-Grüne und dann das Rot-Blaue. Nee, ich würde eher umgekehrt machen. Nach dem ersten Treffer kannst du dann wenigstens so ein bisschen mit der Protection arbeiten. Danach kannst du noch so heilen. Lucky. Er hier ist auch immer so ein bisschen RNG. Manchmal ist er dumm genug und steht einfach nur da und manchmal greift er dich halt direkt an. Hm. Also ist schon so einiges an RNG da dran, also muss man ja mal sagen. Aber ich find's eigentlich ganz gut, dass sie nicht wirklich zu Tode gescriptet sind. Ja doch, aber macht's halt natürlich schwer, da jetzt sich gerade für sowas hier, für so eine Challenge einen Gameplan zurechtzulegen. Hm. Na gut, aber es ist halt Survival und nicht Plan ist durch. Auch wieder wahr. Muss ich ganz dann wirklich eine Lanze verbrechen? Sie sagen ja selber Survive. Ja, also eigentlich ist es am schlauesten, wenn du wirklich denn, gerade bei solchen, wo du weißt, dass du ihnen nicht wirklich ausweichen kannst, dass du sie quasi frontal angreifst, sodass du denn den. Oh wow! Hm. Oh wow! Ich finde gerade die Unterhaltung im Chat toll. Hab ich was verpasst oder warum läuft da ein komischer Blob rum? Das ist Tofu! Das ist Tofu! Tofu war damals im Original eigentlich nichts weiter als so die klassische Hitbox, an dem die Programmierer gearbeitet hatten. Mhm. Daraus haben sie dann eben sich gedacht, okay, es sieht aus wie ein Stück Tofu, weißt du was? Wir machen jetzt einfach einen anderen Run raus mit einem Stück Tofu. Und et voilà, du hast den Tofu-Modus. Den schwersten, aber auch Speed-Metal, ne? Oh, der andere blockiert ihn, das ist nice. Oh ja, da bist du gerade gut gerannt. Ja, das... Oh, die Kamera manchmal, ne? Alter, wie ein die Kamera manchmal wieder zurücklässt, ist echt ätzend. Bist echt ein bisschen orientierungslos manchmal. Gerade in solchen Situationen. Ich will echt nicht wissen, wie das Ding schmecken muss, nachdem es aus der Gülle kommt. Scheint die Zombies nicht zu stören. Abfallaroma, meine Liebste. Also, warte mal, soll ich am liebsten blau-rot und einmal grün-rot machen, ne? Ja, am besten. Also das wenn heißt, du da mal halb unten bist, kannst du nur auf die Protection wechseln und wenn es dann gar nicht mehr reicht von der Heilung her, haust du die Heilung rein. Genau, ja. Jammede! Halte ich gerade mehr aus, oder? Weil ich bin immer noch auf gesund? Beziehungsweise, woran erkennt man, dass ich immer noch auf gesund bin? Richtig, ich bin immer noch nicht so zerpflückt. Ich glaube, die packt mich einfach schlechter als vorher. Ja, ich glaube, ich habe da so ein bisschen Glück gerade. Mehr nicht. So, der Licker hier. Der erste. Der Lernprozess kriegt einen. Auch möglich. Hm. So, jetzt habe ich schon mal den Schild. Ja, basically, du rennst als Tofu. Jammede! Das war die schwere Variante von Fear Survival, weil du halt nur Messer zur Defense hast. Ja, und weniger Heil-Items. Punk rennt ja schon fast mit einem halben Kräutergarten durch die Gegend. Und dann denkt man sich, okay, der Typ wird als Mr. Reaper betitelt und du? Ja, ja und was bist du? I'm literally a piece of tofu. So fuck off!
Also im Prinzip, du müsstest als Shimigami-Gott gelten. Ja, weißt du, Ultra-Shimigami-Gott. Ach süß, du hast eine Knarre, ich hab ein Messer. Ja, geil. Boah. Weißt du, ist echt nicht, ob das langsam Lerneffekt ist oder ob ich einfach nur Glück hab. Beides. Ah, das ist etwas weniger, du rennst durch. Oh, spicy! Ich find's vor allem auch schön, wie die Taschenlampe einfach schwebt. So, du, dir kann ich nicht ausweichen. Ja, ja, meine! Ja, ne! Ja, der Lecker ist, der ist skriptet tatsächlich. Das merkt man. Bei ja, dem, gut, da geht sofort auf dich los, wenn der andere Zombie dich bemerkt hat. Ja, genau. Ob man sich also da vorbeischleichen könnte? Na, wobei. Schleichen ja weniger als Hank dann eine Flashbang reinwerfen, dann zappelt er am Boden rum. Auch wieder wahr. Oh, Madeina! Oh, Mr. X war gerade sehr nett zu mir. Mal gucken, da kommt er und. Oh! Wie er denn da ja guckt. Ach, ist der niedlich! Oh Mann, das ist ja Tofu! Ich mag, eigentlich mag ich Tofu. Den darf ihn nicht wehtun, der ist putzig, der wobbelt so. Der wobbelt so schön! Ach, Lava-Lamba aus dir. Eigentlich wäre das voll der Spielemodus für Vivi. Ich meine, Wobble Force? Ja, an sich ist das hier gerade Wobble Force the Game. Ja, Madeira! Hey, Vivi, wir haben deinen Spielemodus gefunden. Ob ich den hier. Ja, Tofu trägt eine Mütze. Ein Barett. Was ich halt ein bisschen schade finde, im Original hatte er halt noch so eine Stressader auf der Stirn, also dieses typische Anime. Wieso ist der jetzt vor mir? Kombinieren. Benutzen, so. Wie ist der vor mir auf einmal? Ich glaube, der ist dann einfach in der Abteile nach oben gesprungen. Gut möglich. Macht er ganz gerne. Ist aber gut. So, jetzt kommen Ivys. Ja, von denen. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen. Ich kann nur hoffen, dass der eine ist freundlich mir zuliebe. Ich habe noch 8 Messer. Bin noch auf gesund. Das sollte mir Sorgen machen. Also Mr. X ist nicht Yoga-Teleport-Agent. Nee, aber hier muss ich jetzt ein bisschen warten. Fuck. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber mein... Oh. Das war das letzte bisschen von meinem Damage-Buff. Aber geframed, genau. Oh ja. Nein, nee, jetzt ist er aus. Also. Aber jetzt habe ich keinen Damage-Buff mehr und keine Highlight-Items. Also. Jetzt kannst du nur beten, dass deine Messerketten ausreichen. Ja. Jetzt, jetzt kommt's an. Jetzt ist die Frage: Tofu God oder Tofu Bob? Ach ja. Oder Tofu Not. Hier kurz warten. Okay, nice. Das Gute ist, wenn du einmal gegriffen wirst, du hast so mit Glück greifen die manche nicht an. Außer er hier, er ist ein Arschloch. Der Licker ist ein Sack. Komm, greif mich von vorn. Treppe, ganz vergessen. Treppen sind ne. Ich hab auch keine Ahnung, was Nightbot jetzt bei dir wollte, Kiki. Da steht jetzt irgendwas mit Stop Spamming. Hast du gespammt? Ja, ne, manchmal ist Nightbot ein bisschen piefig. Ja, gerade. Ich hab da jetzt echt auch nichts gesehen. Nein, nein, nein. Mach doch ein Messer, bitte. Du hast doch noch. Nein, ich bin tot. Vielleicht war ja, Nightbot ein bisschen piefig. Das ist... Einmal versuche ich es noch. Oh, mit welchem Genuss er da reinbeißt. Oh geil, das ist Tofu. Oh, das ist scheiße, das ist Tofu. Naja, besser als Burger King. Besser als das, was ich hier sonst krieg. Hast du mal so einen Menschen gefressen? Disgusting. Aber ich bin schon mal bis fast vors Ende gekommen, also... Naja, noch ein paar Meter. Oh, es wäre trotzdem noch einiges. Vor allem, was da ja halt noch kommt, ne? Guess there's no going down the Grim Reaper.
Ja, irgendwie jetzt, nachdem ich das gespielt habe, habe ich irgendwie keinen wirklichen Respekt mehr vor Hank. Der wurde eh nur hochgehalten. Ja, ist echt irgendwie... Oh, come on, wirklich? Mr. Military Man. Das ist so der Boba Fett halt der ganzen Geschichte hier. Oh ne, er ist so... Ja, der kriegt mich auch. Ich benutze ihn noch nicht, das kannst du dir abschminken. Gut, meinen Respekt vor Hank habe ich schon verloren, als Raccoon City Operation rauskam. Ja, das sowieso. Ist das Spiel nicht anders? Nein, Disrespect. Ende. Das Ganze ist aber auch echt lang, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Du musst ja im Grunde echt 10 bis 11 Minuten, sag ich mal, musst du ja quasi perfekt drauf haben. Ja, doch. Es ist schon eine harte Nummer. Also wenn man so die Movement-Patterns der Viecher einzeln auswendig kennt. Okay, der macht jetzt da einen Schritt hin, der wird jetzt da hingehen. Ja, aber es ist schon, man muss leider auch sagen, es ist schon einiges an RNG jetzt dabei. Vor allem auch, dass manchmal Hitboxen ein bisschen abspacken, so wie hier eben gerade. Ja doch, aber der ist gut an dir vorbei. Und du darfst echt hier, du musst anfangen, bei Treppen aufpassen. Weil Treppen also, sind offenbar Death-Segment. Wahrscheinlich so nach dem Motto, okay, du knallst gerade einen Schädel auf eine Stufe drauf, du kannst ihn nicht verteidigen. Du bist gerade ein bisschen zu dämlich dafür. Das ist so der einzige Gedanke, den ich dazu hätte. Ja, doch. Du willst Senf auf den Tofu schmieren? Kinder, seid ihr ja krank? Aber ekelhafter hier. Boah, ihr Perverslinge. Wie gesagt, ich feiere es irgendwo, dass sie dem Stück Tofu eine fucking Stimme gegeben haben. Und Speed Metal. Also wenn es ein veganes Essen gäbe, das bandewürdig wäre. Ich hasse diese Viecher, ey. Sobald die dich greifen, dreht deine Kamera irgendwie komplett durch. Den kann man immer. Da musst du mal gucken, wie er steht. Wenn du Glück hast, steht er gut. Wenn du Pech hast, steht er richtig scheiße. Ja, zum Anbeißen. Ich bin literally ein Stück Wobbleforce. Könnt ihr ja Vivi mal auf Twitter schreiben. Ja. Wahre Wobbleforce. Ihr könnt das ja auch gern klippen. Und all sowas. Sekunde, wenn ihr tippen wollt, tippt jetzt. Wobbel. Oh, sieh nur, wie es wobbelt. Oh, guck mal, ey, siehst du gerade, wie ich wobbel? Alter, check out mein Wobbel. Oh, alte Wobbel. Oh. Versuch mal was. Oder ob die. Nee, die triggern so. Okay. Das ist milde Bullshit, aber okay, gut. Wie soll man dem ausweichen? Ja, jetzt geht hier schon mein letztes Highlight im Flöten, aber gut, ich hab noch den. Geh doch weg, du Sackgesicht. Also, das, so bei einigen Sachen frage ich mich echt, how? Also, so eine ganz große Portion how. Aber immerhin haben wir Speed Metal, also, ne? Weil es voll einfach im Kanal stehen bleiben und Speed Metal hören. Wo bist du? Oh, sterbe ja, mit nicht, jetzt kommt er mit Angriff. Sind offen für vegane Ernährung, die sind einfach nur zu blöd. Die rennen jedem Trend hinterher. So, lieber die Viecher mal ein bisschen angucken. Genau. Ja, der wird ja eh durch ihn hier getriggert. So, komm. Mata! Toto Mate! Die Stimme von dem Stück Tofu, ey. Ohne Scheiß, das ist irgendwie der Faktor, wo ich am wenigsten drauf klarkomme. Das ist ein Tofu mit einer fucking Stimme.
Dann müssen wir noch so diese passenden Trigger-Wörter benutzen. Sugoi! Sugoi! Jotomate! Senpai! Oder war X wieder nett zu mir? Auch wenn es gerade eben... Vorhin war das echt scheiße. Ja, guck dir jetzt mal hinterher nach dem Motto, ja, so niedlich, ich kann das nicht tun. I literally can't. Na gut, vegane Zombies, wenn du jetzt ein Mensch wärst, dann könntest du mit der Ausrede kommen, ja, aber Wurstsalat. Okay, ich habe noch eine Handvoll Messer. Du hast keine Hände. Ja. Versuch mal das. Ich versuch's mal hier lang. Ich versuche jetzt hier und da mal ein paar andere Wege. Einfach mal ein bisschen mehr Messer tatsächlich in Viecher reinjagen. Hm. Vielleicht hier auch mal. Oh. Oh shit. Okay. Ich kann hier aber nicht langsam sein wegen Mr. X. Das ist Bullshit. Aber gut, immerhin ist er jetzt hinter mir. Mr. Netflix. Nein, jetzt beißt der mich von hinten. Ja, Mr. X ist ja auch kein Zombie. Ob der vegan ist, ist ja ein anderes Ding. Okay, okay, okay. So, Ivys. Ja, an euch vorbeizukommen ist sowieso ein Struggle in itself. Dieser Gang hier, ne? Sonst tauchen die Viecher, doch sie tauchen am Ende nochmal kurz auf. Hm. So, hier muss ich kurz warten. Ich habe noch 5 Messer. So, komm. Nu, komm. Ernsthaft? Das bisschen Treppe? Och, come on, diese 2 Stufen. Das ist lächerlich. Also die 2 Stufen, dafür kriege ich diesen Trigger. Das ist doch assig. Das müssen wir jetzt testen. Warum kaut der Hund gerade auf einem Zombie rum? Habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja gut, Kauknochen. Sei doch froh, dass der ein guter Hundebesitzer am Tod ist. Ja, Mette. Mr. X ist ein Freund. Okay. Bullshit! So, hier ist jetzt Treppe. Hier ist Problem. Ja, komm. Komm mal her. Komm. Hier ist keine Treppe. Komm, also... Richtig, fuck you. Ja, geil, ich bin zu langsam. Können Sie mir nicht wenigstens das wegnehmen, dass er bei Low-Dings einfach mal nicht langsamer wird? Muss das Handicap wirklich auch noch sein? Ach komm, einmal noch. One more try. Jetzt hat ihn der Ehrgeiz gebissen. Ich schaffe es sowieso nicht, also von daher. Vor allem dafür ist mir, an sich ist mir das Ganze sowieso viel zu RNG-lastig. Weil du mal hoffen musst, dass die KI immer das tut, was richtig funktioniert und nicht funktioniert. Weißt du? Hm. Mal davon abgesehen, dass es ein echter Nervfaktor ist, dass du, was war das nochmal, was ich sagen wollte? Ah ja, das mit den Treppen. Sorry, also das mit den Treppen ist echt scheiße. Dann könnten sie Tofu nicht wenigstens das auch nicht minimal schneller machen. So ein ganz kleines bisschen, damit das... Ne? Oder irgendwann beißen sie dir die Beine weg und du rollst einfach nur speedmäßig, Katamari-like. Ja, er ist... Er ist auch so ein Arschloch. Das ist so eine 50-50-Chance. Manchmal beißt er dir noch ins Knie und manchmal nicht. Das ist, ne? Bobbel. Ich mag kein Tofu. Nom. Manchmal ist er ein Dickhead und manchmal nicht. Es ist, nein. Manchmal ist er ein Veganer, manchmal nicht. Das trifft jetzt auslegen, wie ich das meine. Ja. Forging. Fuck you. Ihr seid Hunde, ihr seid keine Veganer. Fuck you.
Hier, halt mal kurz. Mein technisch gesehen könnte man auch... Ja, das ist doch... Kacke ist das hier. Ich muss länger in diesem Danger-Modus, also hier in Caution bleiben. Geh doch da jetzt durch, Mensch. Mach es doch nicht unnötig komplizierter. Ich meine, wenn du wenigstens... Oder wenn du irgendwie generell mobiler wärst mit dem, das wäre ja nochmal was. Hm. Aber irgendwie, du bist genauso träge wie Hank. Das ist halt das Problem an der Sache. Das macht halt die ganze Challenge so ein bisschen frustrierend irgendwo. Jupp. Auch das. Vor allem, wenn du dann gegen Ende wirklich, wenn du in Danger bist, du noch langsamer wirst. Also wie sollst du denn das machen, was du machen sollst? Basically, sobald du auf Danger bist, bist du eigentlich tot. Weil da kannst du genauso gut aufhören. So, er ist genau... Ja, nee, 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 nee. Yamete. Yamete, Globschi. Er ist halt auch so. Manchmal macht er diesen Dash-Move, womit er dann halt unter Wasser zu dir hinsaust. Manchmal macht das nicht. Ja, manchmal guckt er nur zu. Das ist halt dieser RNG-Faktor, von dem ich rede. Deswegen macht es das Ganze ein bisschen frustend. Aber gegen Ende brauche ich an sich... Ne? Ja. Am Ende brauche ich... Wo bin ich denn jetzt? Oh, diese Kamera, ey! Also das ist so ein kleiner Störfaktor, echt. Wenn du so ein Selbstverteidigungs-Item benutzt und dann wieder zurück in die Action geschmissen wirst. Dann stehst du meistens da so, wo bin ich jetzt? Da gibt es so ein paar Kameraperspektiven, wo echt ekelhaft sind. Wo die echt den Tag ruinieren können. So wie der Wichser hier. Sekunde, hat der gerade nicht an mir gebissen? Kann die Chance bestehen, dass sie gar nicht an dir beißen? Er hat's versucht. Aber du hast sie freigestruggelt. Ich glaube, in dem Moment, wo er dich halt noch gerade so packen konnte, aber nicht nah genug war, um sie direkt zuzubeißen. Oh, nice. Und der ist jetzt schön auf Distanz. Macht auch nichts, weil er ist auf einmal wieder direkt hinter mir. Ja, du mich auch spielst, also... Du mich auch. Licker sind halt auch mit das Größte. Du bist absolut nicht schnell genug, irgendwas gegen die zu machen. Da waren keine Tofu so gut bewegen. Es ist Tofu. Ist halt ein Argument. Also im Vergleich zu dem Tofu aus dem Laden ist er ein Athlet. Ja. Außer man wirft ihn. Na komm, beweg dich. Leiter, danke. So ein paar kleine Tricks habe ich mir ja mittlerweile mir angewöhnt. Das heißt, wenn du hier, so wie ihn hier, immer direkt angucken, weil sonst greifen sie dich von hinten und ja, das ist halt Instant Damage. Lieber nicht einmal immer stechen und hoffen, dass er an die Masse kegelt. Ja, eben. Bei dem kann ich auch nicht ausweichen, aber dann bin ich wieder... Gag! What the... Und seit wann kann sich Tofu so gut bewegen? Also, ich wünschte, er könnte sich noch besser bewegen. Bin noch auf gesund, aber habe keinen Buff mehr. Okay. Bis jetzt will ich Damage wirklich vermeiden. Ergo, Treppen sind der größte Albtraum. Und ich darf auch nicht zu schnell sein, weil Mr. X sonst auf einmal vor mich spawnt und das einfach zu einem großen Problem wird. Weil wenn der vor dich spawnt, ist es ätzend. Das nervt. Aber mein Highlight. Ja, was ist das denn? Ich glitch mich vor ihn. Hm? Oh. So ist mein fucking Messer nicht prockt. Ja, geil. Also quasi ein Treffer noch und. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Scheiß? Na gut, ich habe gar kein Damage genommen. Also von daher, ich beschwere mich nicht. Aber manchmal, ne? manchmal will das Spiel dich echt verarschen. Da ging er mit dir. Gute Frage, ob er eine Mädchenstimme hat. Was denkst du, ist Tofu ein Mädchen oder ein Junge? Tofu ist geschlechtslos, hol.
Das kannst du doch jetzt so nicht sagen. Das triggert alle, die ein Geschlecht haben wollen. Hier muss ich sowieso rein. Ja, Mr. X ist genau hinter mir. Was soll ich denn machen? Kann sonst nichts machen. Naja, du kannst dich auf den Salat legen. Oh, Mr. X hat den Licker weggebolzt. Komm, fall runter, fall runter, fall runter. Treppe, tot. Mann, was sollst du denn machen in so einer Situation? Komm. Jetzt insgeheim bin ich nach wie vor der Meinung, Mr. X will einfach nur ein großes Frühstück. Ja, der will ein ganz großes. Vor allem, wieso reißt du dir ein Stück Bacon raus? Mr. X vermisst einfach sein Hut. Ja. Weißt du, Keks, du hast mit Fourth Survivor Probleme? You have never seen Tofu. Tofu ist purer Cancer. Hätte ich gerade alles lieber gerade. Wie war das Ping-Pong? So gut. Oh, mir geht's total tot. Ja, day. Wacke, wacke, wacke. Leute, Keks ist wieder da. Will ich mit ihm von hinten gegrabt? Ich verstehe es langsam nicht. Geh da. Ich bin jetzt schon auf Warnung. Kann ich neu starten? Shadow, ich habe noch nicht mal das Tofu freigeschaltet bisher. Ja, sei froh, du willst Tofu nicht haben. Tofu ist schrecklich. Ich will ja alle Achievements haben, deswegen. Okay, der wird witzig. Weißt du, Tofu ist die Hölle. Möchtest du wissen, was Tofu ist? Fourth Survivor Messer only. Yay! Bist du immer noch auf Platin? Ja. Du wirst ein paar Stunden dran sitzen. I don't care. This is gonna be fun. Interessante Reaktion im Chat. Yay, endlich wieder Keks Power. Keks hat Power? Genau in die Titte. Im Moment nicht. Keks hat Macht? Oh Gott. Ich bin Tofu. Bei der Macht von Tofu. Ich bin Veganer! Eieiei. Wenn du Pech hast, dann ist hier echt am Arsch. Sniff. Nee, stream weiter. Ich hab einfach nur eure Stimmen gerade. Okay. Okay, wo bin ich jetzt? Da, okay. Bin ich jetzt richtig? Ja. Diese Viecher immer. Oh, Benetto. Oh. Kung Fu. Tofu. Kung Fu Tofu. Das klingt doch mal nach so einem richtigen Trash-Film. So. Folgender Plan: Kombinieren. Nein, nicht untersuchen. Wieso? Also, weil ich das benutzen kann, deswegen. Well. Das war gut, das war sehr gut. Ja, mit der! Nerv mich. Ich frage mich, ob er einen eigenen Anime bekommt. Tofu, der Anime. Es gab beklopptere Sachen. Ich muss mal was testen hier gerade. Nee, natürlich nicht. Ich dachte, die Licker würden einen so ein bisschen Input readen. Nach dem Motto, wenn ich vielleicht kurz vor seinem Scheiß ein bisschen zurückgehe, dass er so diesen Sprungangriff macht. Sharknado, sorry, ich guck kein Trash.
Wenn ich Trash-Filme gucke, dann gucke ich richtige Trash-Filme, aber nicht Trash-Trash. Trash, wo denkt, dass er witzig ist, Trash, so in dem Sinne. Guck Türkisch Spider-Man. Türkisch Spider-Man ist witzig. Man hat keine Ahnung, worum der Film im Grunde geht, aber... Oh yes, sehr schön. Wie sieht's an der Messerfront aus? Jo, ich da. Noch mehr als genug. Das Teil, was ich mitbekommen habe, ist so bei Sharknado gehen sie jetzt in Richtung Zeitreise. Zeitreise. Es wird immer schlimmer. Ja, ich versuche mal nicht zu hinterfragen. Ich nicht. Und dich kriegen wir sowieso nicht. Hier, ja, sabbel nicht, halt mal kurz. Daisone! Ich würde so gerne mal wissen, was Tofu eigentlich sagt. Aber ich kann kein Japanisch. Klingt zumindest japanisch. Es könnte auch sein, dass er seine eigene Sprache spricht, also Tofujanisch oder sowas. Der spricht, glaube ich, japanisch. Ja, bitte. Ja, es klingt an einigen Stellen nicht japanisch. Das ist japanisch, oh fuck. Alter, Mr. X, du kannst doch nicht einfach Tofu schmeißen. Man wirft nicht mit Lebensmitteln, du Fick. So, komm. Oh. Und du stehst perfekt. Danke. Oh Gott, jetzt steht ihr gerade alle so schön, das ist gut. What the Schmunk, Hunk. Ich dachte, ich wäre an der Leiter. An der Treppe, sah ich schon. Bisschen so langsam kriege ich das raus. Oh. Jetzt kann ich laufen. Jetzt ist der Licker egal, der kann hier ja nicht hin. Das ist ein Wunder, es kann laufen. Ja, ich habe Ach so, scheiße, weil ich Mr. X nach vor mich geportet habe. Gut. Ja, Combo. Combo Breaker. Tofu Brecher. Tofu Baker. Tofu Baker. Okay, ich habe noch 5 Messer. Wo hat Tofu das eigentlich alles? Oh, der ist mir viel zu nah. Geht das? Geht das noch? Ja, perfekt. Jetzt haben wir noch 4. Mr. X ist irgendwo hinter mir. Jetzt kommt wieder der nervige Teil mit den Türen. Oh, wenn du richtig gutes Timing hast, kannst du dich da durchmogeln. Okay. Wenn du richtig gutes Timing hast, kannst du dich durch die aufgeschlagene Tür mogeln. Brauchst halt nur gutes Timing, nicht? Bin ich noch? Ich bin noch gesund. Ich bin Tofu, also... Über den Gesundheitsgrad von Tofu möchte ich sowieso mal, ne? Shit. Macht nichts, ist gut, ist okay. Ja, durch, Tofu, durch. Ich hätte gerne meinen Tofu gern durch. Sehr gut. Jetzt kommt das Problemkind hier. Ja, da, das, den Damage... Ja, mit der... Den nehme ich sogar mal an. Hier direkt runter. Invincibility Frames der Leitern, weil Leitern sind unser bester Freund. Das ist ein fucking Licker, ernsthaft. Durch. Okay. Okay, wenn ich jetzt richtig viel Glück habe, ne? Glück. Und keine Leiter mehr kommt. Doch, scheiße, da kommt noch eine Treppe. Ich habe noch 3 Messer. Oh Gott, aber ich bin angeschlagen. Ivy. Nein. Please don't kill me. Nein! Ich war so kurz davor.
Oh, das war so kurz, so knapp. Nö. Just, okay. One more. Wirklich, ist jetzt letzter, wirklich der letzte, letzte. Nur noch einmal. Nur noch 5 Minuten, Mami. Weißt du, ich weiß, es ist ein fucking RNG-Glücksfest eigentlich. Und andererseits denkst du dir, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen. Ich war so kurz davor. Ich stand so kurz davor. Jetzt kommt gleich sowas wie, ich hab ein System, ich hab ein System. Na, Shindo. Ich würde ja mal zu gern wissen, wo Hank diesen Titel überhaupt her hat. Beziehungsweise wie er ihn verdient hat. Er war so ein krass böser Meuchler. Ah ja, natürlich. Wo er hingeht, gab es nur Tod. Es gab nur Todfu. Überall Tofu-Salat. Oh, komm, lass du mich mal. Sei du mal ein Guter. Ja, oh, danke. Er ist mal ein Guter. Er ist nicht ein absoluter Huso. Steht und fällt ja alles schon hier immer mit dem Anfang. Mit den ersten paar Dödeln hier. Wobbel, 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 wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wo sind jetzt die Hunde? Ja, sehr gut. Hesch. Eine Tofu-Kappe. Telekinese-Messer. Oh, wie gemein hat er mich frontal gegriffen. Oh, durch, 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 durch. Yes. Tofu swimming in the sewers. Schmeckt auch ohnehin scheiße, aber das ist meine eigene Meinung. Geh weg mit deinem Löffel jetzt. Ich hab hier gerade einen Lauf. Ja, es ist gerade deiner, weil du ihn hältst. Du hast die Macht. Du hast das Zepter. Geh, hau, tschüss. Ich hab gerade wirklich einen Lauf. Jetzt wirst du auch noch von Käse belagert. Ja. Das ist Sabotage. Ja, das ist das Sabotage am Tofu. No, I'm Tofu. I'm not mad, I'm Tofu. That's a big difference. Frag Artikel 13. Das müsst ihr Shadow fragen, ob er das hochlädt oder nicht. Frag Artikel 13. Ihr auch. Scheiße, jetzt gerade läuft es echt gut. Ja, schön. Diesmal kann ich sogar mein Dings, mein Damage Buff weiter beheben. Das ist gut. Und ich habe gerade mal 4 Messer benutzt. Alter Verwalter. So, mal gucken, wie der Raum jetzt zu mir ist. Ja, Yamete. Yamete, Zombie-kun. Tofu-sama. So, das ist immer noch gut. Ich habe immer noch meinen Damage-Buff drin. Also ich kann meinen Damage-Buff immer noch nehmen. Jetzt hier der Gang mit dem Licker. Okay. Licker hat sich gedacht, nee, I don't want any of this. Wir Tofu, ihr Tofu, sie Tofu. Alles klar. Läuft. Geht mir nicht anders. Siehst du mal, du hast total verkackt vorhin. Du hättest Hank einfach auf Tofu stellen müssen. Na, ich merk schon. Stell Hank einfach auf Tofu. Stell ihn einfach um auf T wie Tofu. Ach, scheiße, ich habe ihn die ganze Zeit auf T wie Tod umgestellt. Ah, das erklärt so vieles bei ihm. Sehr schön, die Hunde waren auch auf meiner Seite. Jetzt grüßen Leute schon den Tofu. Yamanui! Keep calling me Tofu!
More like keep calm and beat Tofu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dein neues Trademark wird Tofu sein. Nee, wieso? Es ist, also, wenn ich meine, wenn ich das schaffe. Okay. Nee, also dann nehme ich das zurück, was ich eben zu Keks gesagt habe, weil dann ist das machbar. Es ist nur unglaublich RNG-lastig. Weil du echt hoffen musst, dass gewisse Gegner an gewissen Punkten stehen. Beziehungsweise, dass sie gewisse Aktionen machen. Und das habe ich doch nicht so ganz raus, wie man das eventuell manipulieren kann. Jetzt, ja, da, jetzt geht der ganze Run den Bach runter, weil Mr. X ein Arschloch ist. Aber gut, ich habe jetzt noch den Damage-Buff und bin Full Health, also... Ich mag Mr. X mehr, wenn er den nur hinterher guckt und sich denkt, was für ein niedlicher kleiner Lava-Junge. Was für ein niedlicher kleiner Knödel. Nah. Ich möchte ihn in einen Lampe stecken und tanzen lassen. Okay, ja, das war klar. Ja, jetzt geht auf einmal alles den Bach runter hier im Büro. Ja, ich sehe es schon im Chat aber auch. Chris Tofufield? Ernsthaft? Nee, also jetzt wird's lächerlich. Hey. Wobei, wenn er sich hinstellen würde und nach Japanisch sagt, ich bin Chris Redfield, ich würde es ihm eher abkaufen als 7. Auch wieder wahr. So, komm mal her. Guter Junge. So, einen Gang runterschalten. Gang runterschalten, alles gut. Mr. X ist hoffentlich noch hinter mir. Sobald ich ihn sehe, fange ich an zu laufen. Okay, jetzt fange ich an zu laufen. Du könntest nämlich auch mal wieder... Ach, scheiße, jetzt ist er natürlich wieder vor mir, der Wichser. Oh nein, nicht die Treppe, Mr. X, das ist meine einzige Schwäche. Not the stairs, not the stairs. Jetzt läuft alles scheiße, komm. Spiel bitte. Jetzt läuft gerade echt. Ich habe nur noch 4 Messer. Einen brauche ich jetzt mindestens für die Ivys und dann habe ich noch 3 über. Oh Gott, das wird nicht witzig. Das sei denn, ihr seid mal. Ja. Jetzt geht mir erst den ganzen Chaos durch. Wann kommt Tofu Wesker? Tofu Wesker? Jetzt wird's lächerlich. Also, wir haben jetzt gerade schon Tofu Field gehabt und Tofu Valentine. Zum Glück haben wir nicht John Tofu. Was? Natürlich. Was war das denn jetzt gerade für Rubberbanding? Mann. Der hat sich aber auch sehr schnell umgedreht. Der hat sich sehr schnell umgedreht. Da hat der tote Mann sich einfach umgekehrt. Und mit seinem Tofu die Dinge abgewehrt. Der Tofu war nicht dumm. Der sagte Sugoi! Er sagte Sugoi! Sugoi ist super oder sowas. So, auf jeden Fall Sign of Approval. Oh, come on! Mann, es hat so gut angefangen. Warum kann das Spiel nicht japanische Sachen sagen, die ich verstehe? Opai zum Beispiel. Der Opai. Er hier campt aber auch, ne? Sherry Tofu, oh Gott. Er ist die S-Tofu, alles klar. Komm, beweg dich. Arschloch, ey. What the fuck? Ja, geil, jetzt bin ich auf Danger, hab nur noch ein Messer, das war's. Das war's, ey. Das meine ich mit RNG. Weißt du? Mir ist so alles RNG-Kack. Ja. Ja, ich bin tot. Nee, komm, das ist dumm. Alter, das ist dumm. Mann, es lief so fucking gut und dann am Ende läuft einfach alles scheiße. Ach, Mann. One more. Es ist aber auch echt eine RNG-Hölle. Wenn dann auf einmal sich alles denkt, es will gegen dich sein, dann ist alles gegen dich. Dann kommt alles auf einmal. Warum, dass Mr. X sich dann vor dich porten kann, ist auch so ein Riesenproblem. Ah, Shin, ja. Schnauze, Junge.
Mr. Reaper. Mr. Beaver. Er müsste sich eigentlich das, sowohl das eine als auch das andere erstmal verdienen. Naja, der stirbt ja auch wieder. Geh! Ihr braucht nicht immer 10 Dashes. Es reicht einer, wo ihr irgendwie mit jedem Mal schneller werdet. Okay, das hat mich nicht getroffen. Warum auch immer. Vor allem, ich kenne die Route jetzt mittlerweile in- und auswendig. Weißt du? Ich weiß, wann, wo, was spawnt. Jackpot. Aber trotzdem. Tschüss, Mods. Vielen Dank fürs Followen, mein Dude. Los, ja. Aber wenn mich jetzt hier die Hunde wieder... Ja, genau. Die Hunde einhassen, dann ist natürlich auch mal so ein Problem. Vor allem auf dem Dach ist ein Licker. Das ist ein Riesenproblem. Tofu, what? Come on! Wieso denn? Wo kommt denn der Schaden her? Kannst du dich gerade an irgendeinen Charakter erinnern, der Müller heißt? Nein. Die Müllermilch, Müllermilch. Könnte man das als Deutsch-Patch rausbringen? Nein, können wir das bitte nicht. Einfach einen Tofu reinpatchen, der nach Müllermilch aussieht, die ja immer mehr zerquetscht wird. Nur so eine Idee an Modder. Gibt's gratis. Die werden ihre Scheiße nicht mehr los. Der Versuch ist das schon ein Messer. Ja, der wievielte? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall der letzte, aber das sage ich auch schon seit 10 Versuchen gefühlt. Wie gesagt, an sich ist es wie mit Hank, nur mega RNG-lastig. Dass du halt wirklich hoffen musst. Das macht er wieder den? Ja, macht den. Das heißt... Komm, ja, hier, halt mal kurz. So, gut, gut. Ich meine, die beiden sind jetzt mittlerweile am das geringste Problem. Es kostet mich halt ein Messer. Ich weiß, wofür der T-Virus steht. Für Tofu. Alle werden Tofu? Ja, das ist der Tofu-Virus. Und die Veganer essen den Tofu. Darf mit euch reden im Chat? Möchte nicht allein sein. Nee, du darfst mit niemandem im Chat reden. Der Chat ist absolut, ne? Niemand darf mit irgendwem reden. Das ist absolut verboten. Jeder spricht nur für sich und jeder macht schlechte Tofu-Partys. So der war ja. Der Raum war schön. Ich glaube, die machen hier so gerade eine Sekte auf, der Tofuismus. Tofuismus, man nennt es Veganismus wohl. Schon vergessen. Ja, das ist eine andere Kultur, die gehört zu diesem komischen Rastafari-Typen da, diesem Ungel. Diesem Ungel da? Das Ungel. Gibt's eine Buchreihe. Richtig weggeungelt, ey. Und der Licker war mal nett zu mir, das ist mal was Neues, sonst ist er mal das Riesenarschloch. Und hat sich nur ein Snackchen genommen. Ja, der hat halt, ne? Oder der ist noch satt vom letzten Mal. Von den letzten 20 Mal, ja. Vor allem, oder ist... als man den zu Anfang gesagt hat, von wegen so und jetzt Messer only, da habe ich noch gedacht, so, ja, witzig hier. Oh ja, sehr schön. Was ernsthaft? Hashtag joined Tofu. Chilliger Typ, oder? Echt chillig? Echt jetzt? Ich bin chillig. Ich bin vorhin total ausgerastet, also. Also chillig ist so eine Sache. Ja gut, macht nichts. Hier, halt mal kurz. Ich habe jetzt gerade echt Sorgen, wenn ihr jetzt alle anfangt, dieses Hashtag JoinTheTofu auf Twitter zu posten. Ich glaube, das lockt die ganz falschen Leute an. Ja, nee, ich habe keine Lust, mich andauernd mit Veganern rumzuschlagen, die nur vegan sind, weil es Mode ist. Da habe ich echt nicht, nee. Das brauche ich in meinem Leben nicht. Vielleicht seid ihr vegan, aber ich spiele vegane Videospiele. Haha, jokes on you. Jokes on you. Und so. Gleich bewerfe ich euch mit Salat und beleidige eure Mütter. So, Mr. X. Be nice. Ich die. Oh, Mr. X ist nett. Sehr schön. Und was mit dir?
Lass das Sexleben von Hardhuggern aussehen. Gib mir böse Gemüsenamen, Brokkoli. Also manchmal hinterfrage ich so ein bisschen die Hit-Up-Frage in dem Spiel. Ich komme nicht drauf klar, dass du Gemüse bist. Nee, ich manchmal frage mich, warum werde ich von hinten gegriffen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich seh's. Also manchmal, ne? Steht denn eigentlich frontal? Ist das hier schlauer? Ja, weil der dich nicht bemerkt. Ist das hier schlauer? Gut. Ich gehe also die ganze Zeit die falsche Richtung. Ich denke mal, ja geil, frontal ist super. Und dann denke ich so, ja, frontal ist so. Ja, du Arsch! Wie schnell hast du dich denn jetzt da? Ja, super. Jetzt muss ich durch den Gang hier rennen. Aber vielleicht... Ja, natürlich kümmert er sich nicht um, ne, den fucking Licker. Ja, eigentlich kann ich es mir in die Haare schmieren. Weil der... Aber ich habe ihn noch hinter mir. Also das ist das einzig Gute. Er ist nicht wieder vor mir. Wie auch immer er das jedes Mal macht. Da wird halt in der Eingangshalle wirklich einfach hochspringen, dann einfach die Treppe lang gehen. Ja, das ist nur ein Riesenproblem, wenn er denn hier auf einmal vor dir steht. Ja. Gerade hier hast du keinen Platz und du kannst nicht warten, weil du sonst mit dem anderen Typen auf einer Treppe bist. Und Treppen sind scheiße, Kinder, deswegen sind Fahrstühle geil. Wie soll man Ivys sonst ausweichen? Das muss ich echt noch verstehen irgendwie. Ivys haben so eine Über... Scheiße, er ist direkt hinter mir. Bitte macht schnell die Tür auf. Eigentlich müssen eigentlich gerade Ivys deine besten Freunde sein. Ich meine, du bist vegan. Ja, eben. Wobei, eigentlich müssten sie meine schlimmsten Feinde sein. Ich esse nur sie. If you catch my cold. Naja, sie essen dich. Stimmt eigentlich, scheiße. Ich bin sie. Gott. Ja, du bist in ihnen. Das kann man so auch sehen. Du hast einen Tofu in mir. Hier sind so viele. Das ist, da musst du echt Glück haben hier. So, was mit dir? Feeling lucky? Yes. Ich bin auf Warnung. Ich kann es mir also nicht erlauben. Oh, yes. Oh. Okay, so kann ich ihn ignorieren. Jetzt muss ich hier auf den Licker aufpassen. Der ist nämlich da. Die sind da, beide. Oh ja, die waren auf meiner Seite. Das ist schön. Hier kann ich nicht runter, genau. Ich muss erst hier hin. Oh, komm, komm, komm. Hatten wir schon Tofu Birkin oder sind die noch nicht auf hatten die Idee schon, gekommen? Hatten wir schon... Schusch, ich brauch grad... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin so kurz davor. Ich kann es schaffen. Geh ins Feuer. Geh ins Feuer. Oh nein, 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 nein. Aber gut, ich bin noch auf Gefahr. Komm, ich brauche jetzt nur ein kleines bisschen Glück. Just a little bit of passion. G-Punkt Gefahr. Nein, 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 bitte, bitte. Nein! So bitter. So bitter. Dreh dich doch um. So bitter. Hier liegt Tofu, meine Freunde. Gedenkt ihm. Oh Mann. Nein, nicht zu bitter und zu tot, zu bitter und zu Tofu. Nur weil du denn am Ende so fucking langsam bist auf Danger. Das ist so scheiße. So realistisch und macht so viel Sinn, aber es ist so scheiße gerade jetzt. Mann, es ist eine geile Mechanik, aber ich bin pissig jetzt deswegen. Ja, Leute, Treppen sind böse. Ja. Boykottiert Treppen. Vielleicht hört Merkel da eher drauf als auf alles andere. Weißt du, vor allem, du musst ja wirklich da unten längs und... Oh, Mann. Wann bist du das Messer ja auch immer mal raus? Das dauert ja auch immer. Ich hoffe, ihr wisst es übrigens wertschätzen, dass er für eure Sünden leidet. Der kriegt das nie wieder aus dem Tofu raus, so oft wie der jetzt in der Kanalisation war. Oh Gott. Ja, nee, bemerk mich nicht, bitte. Sei einmal in deinem Leben cool.
come on! Diese verzögerte Hitbox von dir! Mann. Ich habe noch nie in meinem Leben Tofu gegessen. Ich habe es auch nicht vor. Das sieht aus wie ein Stück Plastik jedes Mal. Komm nicht mit Logi. Halt dein Maul gerade. Alter, ohne Scheiß. Komm mir jetzt nicht mit sowas. Was halt auch irgendwo nervt, ist, dass du den, dass du nicht immer resetten kannst. Wenn du eigentlich schon weißt, der Run ist scheiße. Also immer komplett ins Menü zurück, etc. Ich, ne. Mann. Es lief so gut. Gut, hier waren jetzt gerade zum Glück die meisten Hunde waren dämlich, aber jetzt kriege ich hier die absolute Combo. Mann. Bin eigentlich schon auf Warnung. Also an sich, der Run ist gelaufen. Ich habe noch kein einziges Messer benutzt. Oh, nice. Ich habe schon wieder L1 gemasht wegen Messer. So, jetzt kommt eigentlich erstmal der Part, der safe ist, weil, na, wenn du Glück hast, darfst du einfach vorbeimarschieren an den beiden Glopsviechern. Wenn du Pech hast, brauchst du ein Messer. Also mittlerweile kann man sich das echt in so Segmente aufteilen, wo man schon fast safe hat. Ja, der greift nicht. Also wenn man sich richtig hinstellt, dann torkelt man halt schon mal rückwärts so ein bisschen in die richtige Richtung und manchmal nicht. I just got lucky there. Da hatte ich einfach nur Glück. Weil der hat mir eigentlich voll die Keule gegeben. Und ich meine, Tofu braucht keine Logik. Tofu ist stärker als Shaggy auf 100%. Jetzt übertreibst du. Jetzt wird's lächerlich. Weißt du, Shaggy auf 100%. Raccoon City würde vor ihm weglaufen. Schon mal eine Stadt rennen sehen? Ich glaub's gar nicht, wie schnell eine Stadt auf einmal rennen kann. Riskiere ich's? Weiß nicht. Immortal Engines am Arsch. Ja, manchmal hast du Glück und manchmal rennen sie dir hier. Also ich hatte. Ja, jetzt hast du richtig Glück. Mann, schön. Hier, halt noch eins. Ne, ich hab ja genug davon. Ja, noch einer! Komm! Gib's mir gerade! Ich brauch das! Oh, das ist jetzt dreckig. Jetzt stichelt man dein Ego an. Was? Ich wünsch dir viel Glück mit dem Ding. Du packst das. Und meine 13 Minuten und 2 Sekunden vielleicht auch. Ich hab Hank in 10 Minuten irgendwas, also. Das ist die Frage. Hast du wirklich Tofu gemacht in 13 Minuten oder Hank? Weil mit so. Hank habe ich mir noch Zeit gelassen immer. Mit Hank habe ich mir immer noch manchmal Zeit gelassen, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Mit Tofu renne ich nur. Also 13 schaffe ich dann easy. Wie du einfach den Schaden von dem Licker negiert hast. Ja, indem ich von dem Zombie gegriffen wurde. You can call me Tofu God. Shimigami Tofu. Shimigami Tofu. Shimigami Tofu, ja. Ich meine, gut, wenn es ein Dämonen-Eihühnchen-Ludovieh gibt. Du schuldest mir einen 100-Euro-Schein, wenn ich das hier schaffe. Unter deinen 13 Minuten. Mit wem redest du? Mit dem, ja, mit hier, wo das meinte. Chris Motz. Chris Motz, genau. Was war jetzt meine Zeit mit Hank? 10,49? Ich glaube, 10,49. Also er meint gerade, Hank hat er in 10 Minuten 4 geschafft. Gut, dann hast du ein paar Sekunden mehr, ein paar Sekunden weniger als ich. Okay, aber jetzt gib's ihm. Sei der Omega-Tofu. Ja, sei der Alpha-Tofu. Der Alpha-Tofu. Sei der Tofu. Sei der Tofu. Wobbel mit der Macht. Wobbel mit der Macht. 10,39 hatte ich? Okay, gut. War jetzt nicht mehr sicher, 10, 9, irgendwas mit 9 und 10. Okay, Mr. X ist nice. Jetzt kann ich aber wieder Pech haben, wenn ich hier hingehe.
Ja, er blockiert hier die Tür, der Wichser. Er steht Speere. Da sind aber auch zwei, also... Ich weiß immer nicht, wo ich hier sonst... lang könnte. Ja gut, das war ganz gut. Ihr könnt ja wobbeln mit der Macht einfach klippen. Nur so eine Idee. Da freut sich der Shadow immer, wenn er mal ein bisschen Feedback kriegt. Und bei 30 Zuschauern, da müsste einer dabei sein, der sehr klickfreudig ist. Ne? Zwinker! Komm mal näher! Komm mal lieber hier links. Das ist die Chance, unversehrt hier durchzukommen. Ist er hinter mir? Glaub ja. Dann ist das ist gut. Noch erschreckend viel an dem Klötzchen dran. Ja, oh Gott. Ich habe auch gerade den Licker-Damage sehr gut getankt. Jetzt nicht, leider. Und die Kamera wieder, ne? Oh mein Gott, aber ich habe das da irgendwie noch durchgeschafft. Ich habe keine Highlights mehr. Ich dachte, ich hätte noch meins. Ach nee, stimmt, der Anfang war so scheiße, genau. So. Ja, mit euch. Das ist die falsche Einstellung. Du brauchst keine Heilung. Du bist Tofu. Ich bin Tofu. Aber immerhin ist Mr. X gerade nicht wieder vor mir gespawnt. Ja, ich meine, ich komme ja auch, ne? Na komm. Ey, der dreht sich so schnell um manchmal. Der kann den Quick-Turn. Meinst du, er hat bei Lean gelernt? Wahrscheinlich. Man, hast du das gerade gesehen? Jupp, ich sehe es gerade. Der macht einen Quick-Turn und ist an dir dran. Obwohl er eigentlich noch in der Animation ist, wie er durch die Tür prescht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er auf der Ferse herumrutscht. Ja, Michael Jackson-Move oder was? Und dann feuert das einen Art-Direktor. Ja, nee, das... Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwie... Okay. Man muss halt echt viel mit der Kamera arbeiten, dann kann man da... Ja, nee, das war's. Ja, das war's jetzt. Ich bin auf Danger. Also... So, er hier. Ja, geil. Weißt du, was soll's? Das ist doch auch hier schon wieder so ein random Bullshit. Was soll denn das? Manchmal staggert es ihn, wenn du ihm die Kniescheiben wegsäbelst und manchmal nicht. Das ist doch, Mann. Ich will immer wissen, was Mann. Das für eine Magie ist, dass du Bacon aus dem Tofu zerren kannst. Das ist halt das Problem. So, es gibt so immer noch Stellen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich da durch soll. Und der Typ ist einer davon. Weil er campt da oben an dieser Treppe und ich habe nicht die Zeit, ihn da davon wegzulocken, weil die Salve von Zombies von hinten schon wieder kommt. Hm. Beziehungsweise ich dafür ein ganzes Messer zu opfern, ist auch so eine Sache. So, hier versuche ich jetzt auch mal wieder was anderes, weil... Die sind ja hier auch immer, ne? Warum stößt nicht gebissen. Ich habe das Gefühl trotzdem, du nimmst manchmal dennoch Schaden, selbst wenn die dich nicht beißen. So, er dreht sich schon wieder. Hä? Nee, komm, nee. Nö, nö. Nö. Ich stand dir gegenüber. Du hast mich angeguckt. Nee. Nee, 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 Kumpel. Nix da. Das machen wir neu. Ich hab dich angeguckt. Und was kriege ich einen Grab von hinten? Das ist Bullshit. Nee, 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 Kinder. So brauchen wir gar nicht anfangen. Wenn ich nach den ersten vier Zombies schon auf Danger bin, das ist Blödsinn. Überlege auch gerade, ob es... Nee, das wäre auch Blödsinn. Ich war schon am Überlegen, ob ich meine Heil-Items einfach mal anders nutzen soll. Aber du hast halt so eine merkwürdige Mischung einfach. Weißt du? Du hast halt nur ein grünes, aber zwei rote. Und mit zwei roten... Ja, eigentlich kannst du nur ein rot-blaues und ein... Ich guck euch an! For fuck's sake! Das ist doch bescheuert!
Haben wir das angeschaut? Ja. Ich stand ihm gegenüber. Ich habe das Vieh angeguckt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du kriegst viel häufiger einfach so einen Grab von hinten. Nick, naja, da hat einen Heil noch rein. Schmeiß die Rote einfach weg. Weißt du? Ja, gut, ich kann es mal versuchen, mal. Mal quasi bis Danger mal durchzumachen, soweit ich kann. Mir dann eine Kräutermischung zu pfeifen. Und dann habe ich ja immer noch den Damage-Buff gegen Ende. Da, wo es ja richtig wichtig ist. So. Ja, allerdings, wenn es jetzt so schon wieder an... Ja, geil, komm! Fuck me right up, ne? Beweg dich! Das hat funktioniert. Das nicht. Beweg dich! Alter, Hunde sind so kacke, ey! Blöde Mistviecher! Mach jetzt mal bis Danger. Ganz einfach. Beziehungsweise ich versuche das mal so lange hinauszuzögern, wie ich kann. Aber gerade am Ende kann es mir dann egal sein, ob da eine Treppe ist oder nicht. Dann kann ich den Schaden tanken. Aber wenn die mich denn halt da in diesen unausweichbaren Sachen... Ich muss mir das ja irgendwo so zurechtlegen, dass ich diesen Damage-Buff dann habe, wo ich am meisten Chancen habe, dass ich auf unausweichbaren Schaden treffe. So wie die ganze Scheiße mit den Treppen und den tonnenweisen Lickern am Ende. Ich versuche das jetzt mal. Also ja, du bist ein ganz toller. Lässt du mich vielleicht wenigstens durch, richtig? Nein, du benimmst dich gerade wie eine ganz große Hure. Das ist auch okay. Ja, komm. Willst du mich nochmal greifen? Ich meine ja nur, also... Ach, ich möchte halt ein Spielzeug haben. Es gibt nur Tofu, da gibt es kein Spielzeug. Tofu ist ein Gericht der Traurigkeit. Ist ein Abfall. Traurig, du beißen Kinder in... Nee. Wir nehmen jetzt mal die gute Gewürzmischung. Und versuchen das mal so lange hinauszuzögern, wie geht. Was nicht lange sein wird, weil der Licker mich gleich anfallen wird und ich mir spätestens dann das Ganze pfeifen muss. Da hier. Was zur... Ja, natürlich! Der knabbert an meinem fucking Fuß! Ich kann nichts sehen! Alter, Spiel, fick dich. Wirklich, ohne Scheiß, fick dich. Wow. Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Wärst du Mäuse speckt, dann wäre ich auch hinter dir her. Ich glaube, der Chat ist gegen dich. Ja, ich meine ja nur. Ich riskiere es jetzt. Nee, Zunge. Ja, das ist gut. Okay, fuck it. Das wäre nicht mal nötig gewesen. Mann, das geht mir jetzt gerade auf den Sack. Das war nicht nötig. Aber hält das von dem... von dem Megakraut hält das nicht länger. Schade. Das Problem ist, ich muss da beim Licker echt schnell sein, sonst erwischt mich der Nächste. Dass ich Türsteher war oder... Achso. So. Da habe ich zum Glück das Prompt gekriegt, obwohl das eigentlich hätte ein Griff von hinten sein müssen. Sah zumindest stark danach aus. So, er hier. Ach so, das kann ich auch so... Ach so. Mensch. Okay, das heißt, wenn ich da kurz vom Gas gehe, blöd gesagt,
Kann ich ihn dazu triggern, dass er mich nicht anfällt? Spare ich mir ein Messer? Das Problem ist ja nicht mein Messer, wie nennt man's, Verbrauch? Ist er so ein Bullshit hier? Also er du meinst, so ein dein Bullshit Backup der Seconds hast du im Griff. Okay, ich werde jetzt hier richtig schön, ne? Das war jetzt richtig kacke. Alter, der will dich aber ordentlich ja, durchrennen. Also hier hat er mich gehasst. Gut, dafür ist der hier wenigstens weg. Hier kann ich an euch vorbei. Du bist ein Arschloch, aber gut, der Weg ist einiges besser. What the fuck, Hunk? Funk the Hunk, Monk. Mann, oh Mann. Das Problem ist, ich glaube, ich bin jetzt zu weit von Mr. X entfernt, als dass er hinter mir ist. So, hier, halt mal. Nee, ich höre ihn nicht mehr hinter mir. Gut, dann minimieren wir es einfach, dass wir hier den Licker nicht triggern. Weil er ist gleich wieder vor mir. Das weiß ich genau. Und das ist ein viel größeres Problem. Ja, oder? Das ist doch kein Griff von hinten! Wo denn? Ja, geil! Fuck me some more! Fuck me some more, why don't you? Oh, Mann. Come on. Bin noch auf Warning. Hat noch ein bisschen von meinem... Nee, das schaffe ich wieder nicht. Es sei denn, das Ende ist mehr als nur auf meiner Seite, was ich mal arg bezweifle. Scheiße, ne? Ja, scheiße, ne? Scheiße, ne? Scheiße. Ja, aber jetzt rennt mir gleich der Buff aus. Na komm. Ja, ist Kay. Mann, was soll denn das? Du bist ein fucking Zombie. Du kannst dich auf einmal an Kay turnen. Was soll denn das? Goddammit, Moon Moon. Du kannst das nicht. Lol, Kay. Lol, Kay. Okay. Okay, JK, not dead. Ja. Ich versuche hier gerade mal so ein paar Sachen mal auszuprobieren, einfach um zu gucken. Oh shit, ja, das hat gerade noch so funktioniert. Der war auf meiner Seite. Jetzt haben wir ihn hier. Das ist so kacke mit diesen scheiß Treppen! Dass du denn nichts machen kannst! So, jetzt den Lickern ausweichen, also. Warte, ich nur drauf, dass er mich hier umbringt. So, warte, ich geh den mal. What the? Vor allem, er sagt das so komplett belanglos. Anata, ist okay, chill. Ich meine, ich schaff's jetzt wieder bis hier, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt packe, weil ich da unten sind wie Killertreppen. Ich kann wieder hier. Bin ich tot? Ich bin tot. Ich wurde weggebolzt einfach nur. Dieses fette Schwein, die den Gang blockiert, Mensch. Wieso kann man denn da nicht durch? Oh, Mark, kannst du es mal nicht? Es ist... Oh, Mann. Das ist echt ätzend. Eieieiei. Vor allem das eine Mal hat es funktioniert bei dem Penner an der Treppe. Das wäre ein Hit, den ich noch gehabt hätte. Aber gut, es hängt offenbar ganz davon ab, wie der Run läuft. Also mit den Highlight-Items. Es hängt ganz davon ab, wie das läuft. Hier kann ich dir aber auch nirgends outrun. Vor allem die erste Bitch ist ja hier, ne? Ja, wisst ihr was? Ich, ne? Du fucking Hure! Ey! Die lässt nicht locker! Ja, und jetzt kommt er hier auch wieder, ne?
Ja, mit seinen verspäteten Hitboxen. Komm, schieb sie dir sonst wohin. Neustart, bitte. Ziemlich verbuggt. Nee, es ist mega verbuggt an solchen Stellen. Es ist nervig dann. Dass du dann da an manchen Stellen nicht durch kannst und so, das nervt. Das hat mich jetzt echt so... Das hat mir nicht den Run gekostet. Ich wäre spätestens da unter der Treppe krepiert, aber... Ja, eigentlich muss ich da vor dem Dach... Muss ich eigentlich auf den warten, bis er sich dazu entscheidet, runterzukommen? Weil das ist sonst 100% Damage. Ah, cool. Jemand, den ich blocken kann. Das ist, nice. Mhm. Oder? Na, ich warte mal noch. Ich weiß jetzt nicht, Ja, ich hab mein Auge drauf. Ja, behalt mal im Auge. Ich will ja nicht, ne... Man muss ja nicht mit Bands um sich schießen, aber... Oh ja, Kuka. Oh yes. Nein, nein, nein. Natürlich. Du, ne? Opa? Fucking Opa-Zombie? Du musst jetzt unbedingt noch dazukommen. Gute alte Opa-Zombie. Ja. Ey, diese verspätete Hitbox von dem, ne? Dass der da oben einen noch greifen kann, das ist... Nervtötend. Habe ich irgendwas falsch? Nein, ich meine den zwei über dir. Chris, du sagst dir gar nichts. Ah ja, okay, hohe Feuer frei. Da, also, da kommt nichts Gutes von. Von diesen Großstädtern mit ihren Flugmaschinen kommt nichts Gutes. Warte mal. Einfach auf den Namen klicken und dann Feuer frei. Echos, Western, Zwiebeln, Timeout oder? Na ja, doch mal erstmal. Na bitte! Nein, komm, nicht auch noch du. Komm. So, müsste eigentlich geschossen haben. Ja. Ja, hast du. Meistens gehen solche Leute ja von selber. Halt mal deine Kamera bitte. Nee, nicht deine Kamera, meine ich. Ich meine dein Tofu. Halt dein Tofu mal vorne, bitte. I just need that. Morph. Also, schön, durch den konnte ich mich gerade durchmorphen. Also. Benutzt die Mochi Power. Also, für ein Spiel, wo du dann manchmal einfach an Gegnern vorbeirennen musst, ist das Vorbeirennen echt ein bisschen buggy. Weißt du, an dem Klops holen kam ich nicht vorbei, aber durch den habe ich mich gerade durchgemorpht. Smap! Geh durch bitte. Nice, okay. Was willst du denn packen? Ich krieg das schon noch, ne? Ich stehe so kurz. Also jetzt kickt so langsam mein Ehrgeiz ein. Das so langsam? Der hat schon für 5 Runden angefangen. Das Problem ist einfach, die Tatsache, ne, wie ich ja gesagt habe, es ist ein bisschen arg RNG-lastig. Gib den Leuten, was sie wollen. Mehr Tofu. So, ich versuche das nochmal so. Mit der Variante. Weil bis hier... Wenn der Anfang mal ein bisschen besser laufen würde, ne? Dann wäre das ja schon gar kein Ding. Oh, das lief gut. Das war gut. Sein erster Merch-Lippenstück Tofu sein, dass er Hand gemacht selber abgefackelt hat. Ja, und dann darf ich mir von den ganzen Unge-Fanboys was anhören. Das wird immer witzig. Wieso? Können sie ja essen. Haben sie was im Mund. Zunge. Shit, ich humpel, ja. Fuck. Humpel die Bumpel. Ich tank das jetzt in der Hoffnung. Ja, macht nichts. Spare ich mir das Messer. Geh. Danke, schön. Also bislang, wenn ich hier das Highlighten benutzen muss, ist halbwegs okay. I guess. Ich würde es viel später benutzen, aber... Vor allem, ich habe auch so das Gefühl, sich Zeit zu lassen, ist... Ne, ich meine, du hast hier sehr oft sehr enge Korridore, also...
Du hast nicht unbedingt die Möglichkeit, immer irgendwie auszuweichen. Und gerade weil man sich halt bewegt, wie man aussieht, ergo wie ein Stück Klops, ist das halt so eine Sache. Ja gut, okay, dich kennen wir schon. Okay, der ging daneben. Danke, iFrames. Das ist dann die Apple-Produkt, iFrames. Ja, soll mir recht sein. Hier, halt mal kurz. Mayonnaise. Oh nein, ist auf einen halt mal kurz reingefallen. Ja, dieser Licker fällt verdammt häufig auf einen halt mal kurz rein. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der fällt verdammt häufig auf einen halt mal kurz rein. Also ich sag mal ganz ehrlich, Keks wird hier ihren Spaß haben, also. Ich meine, ich mache ja hier schon wirklich den TT, also Turbo-Tofu. So, warte mal. Ah, Yamete. Yamete, Tofu-Kun. Sehr schön, danke euch. Oh, ihr beiden seid gut. Das ist sehr schön. Wie sie sich einfach voller Ekel von mir abgewendet haben. Boah, ja, ja, ne? Der hat sich voll abgewendet von mir. Sagst du mal so, oh Gott, nee. Boah, hast du gesehen, wo das Ding vorher rumgerannt ist? Er hier ist trotzdem die bessere Wahl, einfach weil, wenn ich an ihm vorbeikomme, was jetzt auch nicht unbedingt gegeben ist, kann ich hier... Hier muss ich langsam machen. Aber Mr. X ist jetzt wieder über mir, das ist... Oder? Ja, ich ist über mir. Der war wirklich tot mit Grab? Das war doch kein Grab von hinten! Mann! Ja, schön, voll in die Fresse! So, jetzt lass mich raten, ich komme... Doch, ich komme... Oh! Kam perfekt durch, sehr schön. Bin aber trotzdem... Oh, vor allem Mr. X, der macht halt Damage, ne? Also wenn er dich mal nicht mag, dann mag er dich nicht. Ja, also wenn der meint zuhauen zu müssen, dann... Alter, da bleibt nichts stehen. So, mein Damage-Buff geht vielleicht noch bis zum Licker kurz vom Dach. Nicht mal. Das hört vorher schon auf. Nee, das hört schon in der Eingangshalle auf. Ja. Er, ne? Er ist echt ein Turbo-Zombie. Das Einzige, was er bei dem machen könnte, ist, wie er im Kreis rennt, damit er ein bisschen hinter dich her tappelt. Können wir den einen Zombie da bitte Jeffrey nennen? Der ist so Turbo, ne? Turbo Jeffrey? Turbo Jeffrey. Können wir bitte ein bisschen Turbo Jeffrey reinbringen? Können wir den einen an dem der Hund von Nagi nennen? Dann kann er so Sachen bringen wie Hoho, Pluto! Ja, das war... Oh, nicht meine Milz! Na gut, wenn der Licker mich jetzt... Na, wenn ich jetzt da Glück habe, dann kann ich den anderen ein bisschen... Na gut, den Licker habe ich hier ein bisschen raus mittlerweile. Den kann man so ein bisschen outmanövern. So, aber du hier. Du bist ein Problem, Kumpel. Du bist vor allem arschlangsam. Das Einzige, was man bei dem auch gut Glück hoffen kann, dass man irgendwie an ihm vorbeirennt und den einen nur von hinten packt, während man nach vorne fällt. Nee, und selbst dann! Ich kotz mit dem! Ey, der ist so scheiße! Weißt du, dieser fucking Gummeltroll hier? Was war das denn jetzt? Hat mich eine fucking Tür getötet? Nee, das war das Skimonster. Ich komme immer bis zum Dach. Aber weißt du, dieser grummelige Troll an seiner Treppe? Mihawk, warum? Wie soll man da durch? Wie soll man an dem vorbei? Ich habe jetzt schon auf ihn gewartet. Was soll ich denn da machen? Soll ich da zweimal auf ihn einstellen? Das tötet ihn ja auch nicht. Was soll ich mit dem machen? Das ist mir absolutes Rätsel. Oh ja, Koka. Du bist sowieso eine Hure, aber das weißt du ja schon. Die kriegt immer zwei Treffer. Was soll ich gegen die machen?
Die Frau liebt ihren Tofu. Ja, ich merk schon. Du kriegst jetzt mal ein Messer. Ich hab langsam die Schnauze voll von deinem delayten Scheiß. Alter. Ich habe, Leute, keine Rose für dich. Nur Messer. Nicht treffen lassen. Dich block ich gleich. Alter. Soll ich? Nein. Muss nicht. Ich kenne ihn. Der ist schon länger da. Soll ich ihn timeouten? Aber das ist so jemand, du bedrohst gerade jemanden mit einer Knarre. Oder mit einem Messer in meinem Fall, aber... Ich kann ihn auch mit Lachs bewerfen. Was das hier ist? Das ist der Inbegriff von Random. Der Inbegriff von Hölle. Der Albtraum eines jeden Veganers. Aber eine gut geguckte Hölle, 33 Leute. Ihr liebt es, wenn er leidet. Ich merk's. Oh, Hund. Ja, danke, Hund. Natürlich gehst du nach Runde 2, du Fickvieh. Dreckige Kreatur. Ja, fresst alle meine Messer. Ich brauch die Dinger ja nicht oder so. Aber gut, immerhin so. Gut, ich bin noch auf gesund, hab noch... Ich hab schon so viele Messer hier jetzt verloren. Ich weiß nicht, ob's gut ist oder nicht. Ich meine, ich kann gegen Ende eine Menge Zeug allein schon, ne? Ja, wie willst du den nicht treffen lassen? Du hast ein verdammtes Messer. Ich meine, das Problem ist ja auch halt, ich versuche ja bei unserem Treppenlord hier schon immer auf die Knie zu gehen. Aber es ist halt eine sehr geringe Chance, dass es funktioniert. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, in dem Moment, wo er dich halt nicht anguckt, irgendwie hochsneaken, damit er dich nicht sieht und dann die Messer. Schade. Ich dachte, ich könnte mich an den hier mal wieder vorbeischmuggeln. Ist jetzt auch schon lange her gewesen, dass ich mich mal an den vorbeimuggeln durfte. Ja, doch. Tendenz fallend. Also, ne. Sonst haben die mich immer mal eine Zeit lang nicht mal angeguckt, aber jetzt, in letzter Zeit, wollen die mich irgendwie immer. Mhm. Hey Kinder, demnächst kommt ein neuer Film raus. Tofu Story. Tofu Story? Du hast einen Tofu in mir! Er hier ist auch kein Problem, einfach einen größeren Bogen nehmen, weil er ist eigentlich immer so mit dem Rücken zu dir, da wo du gerade lang gehst. Also gerade läuft's gut. Ich bin noch auf gesund. Läuft gerade ganz gut. Und ihr wisst ja, je länger ich den Buff behalten kann, desto besser. Vor allem gegen unseren grummeligen Troll oder, ne? Oh, yes. Oh, sehr schön. Oh, das war ein schöner Keller. Ja, doch. Oh, der war sehr romantisch. Ja, der war sehr schön. So, jetzt brauche ich nur noch ihn hier. Kann ich dich vielleicht mal... Sehr schön, ich bin der Zunge ausgewichen. Jetzt kriege ich vielleicht... Ja, ein Treffer macht nichts. Das Warning. Warning ist immer noch okay. Jetzt nur nicht nochmal treffen, bitte. Oh, danke, er war zu langsam. Okay, soweit, so gut. Ich zögere das jetzt so weit hinaus, wie ich kann. Ne. Nein. Ein Name sagt ein, was ein verdammtes Messer, was er ausrichten will. Ich darf jetzt nicht Chat lesen. Ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen. Sorry. Ich muss jetzt gerade, ne. Wobei am Ende kann's immer noch, ne. Hier ein bisschen straven, dann sind die Hunde offenbar zu blöd. Ich habe auch immer so das Gefühl, Hunde müssen irgendwie den richtigen Gang treffen, gefühlt. Damit sie irgendwie in gewisse Gänge können. So dumm das auch klingt. Nein, aber es war kein Zug, du hast ein verdammtes Messer. So, was liegt denn jetzt für mich? Ach, also Chris Motz, ich mein's jetzt echt nicht böse, aber hast du irgendwie Autokorrektur auf dem Handy an, oder? Ich kann es leider Gottes echt nicht entziffern, was du sagen willst. Ich kann gerade nicht lesen, also wie gesagt, sorry, dass ich hier gerade, ne, ich bin beschäftigt mit Tofu. Ja, Kiki sieht's richtig. Ich kann es mir leider Gottes nur zusammendichten, also ein Messer halt fucking sinnlos, das ist wie Gummigeschoss auf einen Zombie-Ballern, bringt nichts. Ja, ist es leider ja auch. Also, es sei denn, du hast einen fucking Katana, womit du den Kopf abpacken kannst, aber... Selbst das ist nur Filmlogik. Ja, auch wieder wahr. Okay, er hat gepostet. Im besten Fall ein Baseballschläger oder eine Axt. So, gut, wir haben bis Mr. X den Damage-Buff, hinausgezögert.
Oh, sehr schön. Nein! Und dann kommst du? Wirklich? Ach, come on. Das hat mich gegarten. Ich mach mal wieder aus. Ich. Ich schieb's mal auf Autokorrektur. Ihr schiebt gerade, ihr versucht gerade meine puren Tofu-Gedanken abzulenken. Das nehme ich euch übel. Tofu may cry. So, er in hier. Ja, das Gute ist, ich höre ihn noch hinter mir. Weißt du, Scheiße, ich bin gelaufen. Es ist schwierig, Dante Mastai zu spielen. Heute gibt es Tofu Mastai. Ja, Tofu ist die. Das ist aber gar nicht mal schlecht jetzt. Das Dex ist noch hinter mir, das ist besonders gut. Ja, genau, sehr schön. Ach so. Hey, ist okay. Kurve. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du jetzt irgendwie was mit Autokorrektur im Struggle hast oder so. Death Metal. Der Gang der Ivys. Er ist immer wieder freudig, also. Ich hab noch 4 Messer. Oh mein Gott. Ich hab nur noch 4 Messer und noch so viel vor mir. I want to be tofu. Oh Gott! Jeffrey, du Hurensohn! Weißt du, ich mach schon an sich das, was ich denke mal, sie machen soll. Ne, aber... Jeffrey ist einfach... Der ist hungrig! Alter! Spürst du die Gier nach Tofu in dir? Dann kommt der Tofu in den Mixer! Oh yes, oh gut, yeah. Schön durch die Masse gestruggelt. Oh, sei nett zu mir. Oh, gib mir Tofu-Namen. Tofu? Ja, du bist mir egal. Warning von mir aus. Jetzt bist du wenigstens da unten. Das ist mir lieber, als ich dich hier oben zu haben. So, runter, runter, runter. Jetzt einen großen Bogen um den Licker rum, um die Licker rum. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin auf Warning und bin hier. Drei. Oh. Ja, es. Ich habe aber noch den Damage Buff. Wenn ich mich jetzt beeile. Oh mein Gott, Leute. Oh Leute, gebt mir euer Tofu. Ich meine, gebt mir nicht euer Tofu. Ich mag Tofu eigentlich nicht. Er war nett zu mir. Ihr seid nicht nett zu mir, ist auch okay. Halt mal kurz. Ihr Alte, drückt ganz fest euren Tofu. Der ist nicht nett zu mir. Dann soll ich halt nicht nett zu ihm. Ich hab nur noch ein Messer. Mehr als nötig. Bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Natürlich spawn zu mir, ist auch okay. Ich bin noch nicht auf Danger. Oh Gott, lauf. Lauf, klein Tofu. Kann es passieren? Ist es möglich? Oh mein Gott. Nein! Nein, 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 geh weg! Lauf, lauf, lauf! Oh, bitte! 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 Bitte lass hier niemanden mehr sein! Oh, bitte! Bitte, die Tür ist hier! Yes! Okay, jetzt könnt ihr aufs Klo gehen. Er hat's geschafft. Dwim, Dwim! Diese Laufsau! I wanted to meet the Grim Reaper. It's a piece of tofu, you shitty fuck. Neun Minuten 13. Okay, Rekord geknackt, Ehre genommen. Yes! 9 Minuten 13. Sehr nice. Not doing this again. Jetzt kannst du den Tofu mal in 3D angucken und wobbeln lassen. Ja, geil. Neuer Charakter wurde freigeschaltet. Was? Ja, es gibt noch Reskins. Konjak? Orichimochi? Wobei ich nicht mal weiß, ob die jetzt irgendwas anderes haben. Ach, die haben Waffen. Oh, der eine arbeitet also mit Explosiv und der andere mit einem Gewehr. Das ist nicht so. Ich geh mich vergraben. Mehr hat mich geschafft.
Alter, was soll ich denn sagen? Ich hab echt gedacht, die Foot am Ende kriegt mich noch. Okay, der hat irgendwie eine MG. Wir probieren das mal kurz. Hat er gerade gebrüllt, Caesar? Warte mal, geil, mein freien Namen. Der Aufwischer. Ah, okay. Ballaststoff. Aber nutzt die Macht der Ballaststoffe gegen jedes Ziel. What the fuck? Die haben noch mehr eingefügt als nur Tofu? Warum? I have several questions. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... No, signor! No, signor! Oh Gott, ich habe ein grünes Kraut, einen Haufen Sprengstoff und einen Flammenwerfer. Ja, du! Ey, was zur Hölle? Ballaststoffe, get it? Because he got a flamethrower and grenades. Ach Gott, der hat noch einen Flammenwerfer, ich seh's gerade. Der hat einen Flammenwerfer und Granaten. Nicht mal wenig. 40 Granaten, 41 sogar mit der im Lauf. Das sind eine Menge Granaten. Weißt du, du musst dich erstmal durch die Hölle arbeiten, damit du den Luxus erleben darfst. Weißt du was, ich gönn mir jetzt mal einen sehr gechillten Spaß an einigen Stellen. Ich meine, ich habe ja hier mittlerweile mein Muscle Memory verhindert, dass ich irgendwas anderes mache. Okay, hier musst du halt echt aufpassen, dass du überlebst. Also hier darfst du echt nicht getroffen werden. Hier musst du ein bisschen mehr aufpassen tatsächlich. Steht hier jetzt eigentlich da ein Mochi oder? Ich glaube, das soll ein Mochi-Teig sein, ja? Oder war der andere Mochi? Nee, ich glaube. Nee, warte, der andere war Mochi. Was ist er dann? Keine Ahnung gerade. Den Rekord bitte auf Tofu. Nein. Nö. Ich werde Tofu nicht wieder anfassen, also, ne? Moment, 8 Minuten 38 ist offizieller Rekord oder wie? Ist das der offizielle Tofu-Rekord oder? Weil dann wäre er schon fucking nah dran. Dann bin ich gar nicht mal so weit weg. Irgendwie 30 Sekunden oder so? Gut, das waren jetzt 9 Minuten irgendwas. 9 Minuten 8? Nee. 9 Minuten, paar Sekunden. Das Geile ist, ich darf jetzt tatsächlich mal Spaß haben. Gut, der Flammenwerfer ist jetzt nicht unbedingt die Mannstoffwaffe, aber ich habe immer noch Granaten für solche Fälle. Ach Gott, wenn man so in eine Meute reinhält. Aber der Granatwerfer, der ist essentiell. Also das ist der Rekord für den Tofu-Weltrekord. Okay. Ich bin also gerade mal vielleicht 30 Sekunden vom Weltrekord weg. Das ist some heavy artillery. Oh ne, Quatsch, ich hab das gerade falsch gelesen. Das war sein Rekord, aber es... Hey, du hast doch gesagt, du warst irgendwas mit 10. Das ist mein Rekord und haben wir... Hey. Ey. Nani. Lass mir jetzt hier mal richtig Zeit, ich gönn mir das mal. Ich hab noch gut Granaten, weißt du, an denen mogel ich mich wieder vorbei. Oh shit, ich muss auch, ne? Ich find von dem hier die Stimme richtig geil. Klingt wie so ein richtig aggressiver Japaner. Alle wollen nur Tofu essen. Oh, vor allem, ich war ja am Ende noch auf Danger, ne? Ich habe echt gedacht, Mr. X kommt jetzt um die Ecke und knödelt mich weg. Steht vor der Tür. Hi, der. Summonier!
Aber ernsthaft, ja, dann ist Sieges mit Tofu geklippt. Oh Gott. Sehr schön, sehr danke. Also jetzt kann ich nur zu Keks sagen, viel Glück, wenn sie das irgendwie nachschauen sollte. Tofu ist fucking hart. Ich meine, mit Hank hast du ja wirklich noch ein Waffenarsenal, mit dem du arbeiten kannst, aber... Aber Tofu ist... Tofu ist eine ganz harte Nuss. Ich gönne mir jetzt hier Zeit. Ich habe tatsächlich Waffen, die effektiv sind. Na komm! Ich habe Zeit! Ich bin zwar nicht Tofu mehr, aber... Ne? Für mich ist das Befriedigung. Dass ihr Fucks, die mir hier den... Ne? Nur mal so nebenbei. Das ist gerade Stressbewältigung. Darf ich, by the way... warte mal. Lass dir den Clip zukommen. Du kannst ihn in den Chat hauen. LOL. Tatsächlich, Clip-Ecke. Ja, das auch. Aber du kannst es auch hier in den Chat schmeißen mittlerweile. Ich hab Twitch gewhitelistet. Also halt für Twitch-Clips. Das ist ja halt, jeder Twitch-Clip ist ja so eine eigene Twitch-URL. Lag da was? Ach, das war die scheiß Tür, ups. Alter, aber da sieht man erstmal, wie viele hier unten drin sind. Alter. Okay, aber ich habe mehr Erste-Hilfe-Spray. Also nutze ich mal das eine einsame Kraut. Mach mich wieder voll. Aber das sieht so lustig glänzend aus, wenn du angebissen bist. Ja, ne? Vor allem, ich find's geil, dass sie für ihn hier eine andere Textur benutzt haben. Mir schmeckt. Diese Naiko schmeckt. Vor allem ist es irgendwo ironisch, dass sie als Tofu mit einem Flammenwerfer rumrennen. Ja, das ist ja kein Tofu. Das kannst du doch nicht sagen. Ich bin auch irgendwie. Ich bin irgend so ein Klopsteig. Also auf jeden Fall, das, was ich hier gerade mache, das lade ich auf jeden Fall auch noch mit hoch. Also so viel ist man sicher. Es geht irgendwie in Richtung Süßspeise auf jeden Fall. Also das andere war Mochi, das weiß ich noch. Ja, das ist auch irgendwie so ein süßes Speiseding. Die Geschichte vom Tofu. Ja, ich sag ja, ich hab, Dings habe ich gewhitelistet. Einfach damit Leute eventuell mal ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr posten. Halt mal kurz. Hutti! Guck mal, ich habe jetzt nicht auch wirklich Interesse, das Ganze hier überhaupt zu schaffen. Davon mal abgesehen. Oh shit. Komm, lad nach. Oh Gott, ja! Der andere war Kakatur. War nicht er hier Kakatur? Und der andere war... Weil ich habe den genommen, der zur Linken war. Ist ja auch egal. Wir haben Mochi, Kakatur und Mochi. Mochi, Kakatur... Ja, fuck it. Tofu. Ich finde aber ehrlich gesagt seine Stimme hier am geilsten. Ich frage mich ja, was der andere dann für eine hat. Vor allem, ich bin so schön glänzend. Nein. Nein. Mein Teigling. Mann, ich habe doch so viel gelernt in meinem Tofu-Run. Wieso bin ich denn jetzt zu blöd, das umzusetzen? Weil du jetzt Macht hast. Stimmt auch wieder. Ich find's so schön, du teilweise noch am Nachbrennen bist. Ja, ne? Burning Tofu. Das Geile ist, der Raum mit den Ivys wird ein Zuckerschlecken. Weißt du, der Raum mit den Ivys, der wird Pisskram gleich. Weißt du, die burn ich einfach nieder. Der gute alte Bernie. Mhm. Aber ich glaube, ich schaff's trotzdem nicht, weil dieser Licker sich einfach gefühlt
zu dir spawnt. Das war dumm. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, ich bin tot. Oder? Ja, jetzt bin ich tot. Ah, ich hatte es jetzt auch nicht vor, wirklich, ne? Kannst du wenigstens nachgucken, was der andere war. Ja, eben. Ich will jetzt nur gucken, was der andere macht und dann ist gut. Das ist so bescheuert. Du kriegst tatsächlich noch dafür, dass du dir Tofu angetan hast. Ja, guck mal, Cognac. Warum heißt das Cognac? Und, Uryo Mochi. So, was ist Mod? Oh Gott. Bei Insider Agent, unkomplizierten Geschmack, einige Schwäche. So, ich gehe bestens zu Gehör und sollte mal eine kurze Mission. Was? Auf kurze Missionshäppchen schicken? Niemand kann seine Entwicklung stoppen. No one can stop the Mochi. Ugh. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Und dem Mann seine Stars-Mütze. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... Ah, Sindo. Oh, fuck. Oh, fuck. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? Magic. Okay, also basically... Hush. Okay, es ist im Grunde... Er hier ist genau wie Mochi. Nee, Quatsch, wie Tofu. Nur ein bisschen besser. Er hat Granaten. Er hat nur Granaten. Oh Gott, welcher Idiot gibt ja Sprengstoff? Er hat nur Granaten. Wie viele insgesamt? Warte mal, 3, 6... 12, 18, wow. Eine Menge. Zu viele. Also im Grunde, sein Gameplan ist, wenn du es auf Speed machen willst, wahrscheinlich genauso wie mit... Nee, warte, darfst du eigentlich nicht. Du darfst nicht wie mit Tofu durchrennen, weil... Ja, du kannst nicht... Du hast keine Heil-Items. Ja, 36 Granaten. Deswegen stand auch, man muss ihn auf kleine Missionshäppchen schicken. Was das Ganze nicht unbedingt leichter macht. Zumal Granatenschmeißen in dem Spiel so abgrundtief scheiße ist. Ich weiß jetzt, bei ihm und dem anderen kann ich nachvollziehen, warum sie sich fressen wollen. Es sind verschissene Otaku-Zombies. Wir wollen Japan-Tag feiern. So in etwa. 36 Granaten, ja. Das mache ich mit den Hunden. Manchmal fahren die so komische Kurven. Biester sind merkwürdig. Ja, die fahren. Ja, es wirkt manchmal echt, als würden sie fahren. Verstehst du? Shikazu so! Oh, so great is it, isn't it? This is bullshit and you know it. Du kannst halt auch viel mit dem Granatenstun arbeiten. Aber nee, das. Also, so viel ist man sicher. Die beiden noch durchzuspielen, das tue ich mir nicht an. Ich hab die Schnauze voll von Tofu, von Mochi, ich hab die Schnauze voll von allen Teigwaren. Und deswegen ist er Fleischfresser. Ohne Scheiß, wenn mich mir jetzt nochmal jemand fragt, Alter, warum bist du kein Veganer, dann habt ihr zwei Antworten. Zum einen, es ist ein fucking Trend. Ne? Und ich möchte das nicht aus Trends machen. Und zum anderen zeige ich Ihnen dieses Video hier. Ja, benimm dich wie ein Arschloch, ist okay. Hab noch eine, komm. Ich hab genug davon, ich hab noch an die 30. Ich hab eine Granate in den verführt, dann muss besser spielen. Ja, er will sich auch gerade wie ein Arschloch benehmen, also... Ich hasse diese Gegner, ne? Das ist einfach nur eine große Platzverschwendung. Alter. Okay, da frisst drei Granaten. Mehr, der steht ja immer noch. Nee, nee, der eine ist tot umgefallen, das hast du am Schrei gehört. Echt? Hm? Wenn sie dieses Ue machen, dann ist es das Zeichen für den Tod. Ah, okay.
Gut ist, die richtigen Handgranaten machen ja halt mehr Damage als die Brandgranaten vom Granatwerfer. Hm. Auch wenn Granatenwerfen echt scheiße ist in dem Spiel. Ja gut, da hast du jetzt halt nur diesen Block, an dem du dich orientieren kannst. Du siehst ja nicht hin, wo deine Figur jetzt gerade mit der Hand hinzielt. Das ist echt schwierig. Und du musst echt aufpassen, dass du nicht selber im Hitstun bist von dem Ding. Oh Gott, der Licker wird jetzt witzig. Das ist zu time. Im besten Falle anfallen lassen und mal einen Small stopfen. Das Problem ist, der hier fällt einen nicht wirklich an. Okay, das war gutes Timing. Der hier, also das ist so eine Sache, die habe ich jetzt beobachtet. Der hier fällt einen nicht wirklich an. Er ist eher so dieser Slash. Rückies? Rückies. So in etwa. Wirklich, wenn du Tofu machst, wenn du wirklich jeden Gegner einzeln seine Charakteristik, seine Hintergrundgeschichte, sein Lieblingsessen lernen musst, weißt du? Und die Farbe seiner Socken. Die Farbe seiner Socken und all sowas. Irgendwann merkst du denn mal so gewisse Sachen. Und er hier war nie derjenige, der gesagt hat, boah, ich fall dich jetzt an, sondern ich halt vor dir an und slash dich. Ob du das nun willst oder nicht. Er war halt ein ganz schlauer. Schön weggeräumt. Shigakuso! Gut ist, der Ivy-Raum ist damit eine. Er ist ein Arschloch, okay. Wie viele Granaten hast du denn noch? Keine Ahnung, 20. Ja, so in dem Dreh. Ja, aber ihn hier. Ihm kann ich eine zu essen geben. Hier, halt mal kurz. Schmeckt es? Und das Schöne bei Lickern ist, wenn du ihnen was ins Maul stopfst, sie stehen erstmal da und denken sich so, Alter, was habe ich denn da im Mund? Und dann, ne? Das ist die komische Avocado. Alter, der scheiß Avocado. Pff. Und immer noch der fucking Speed Metal, ne? Oh, danke, Mr. X. In die Richtung wollte ich sowieso. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber wirklich, ich habe ja halt, ne, den Raum hier habe ich raus. Also wenn du Tofu spielst, du hast es, du weißt eigentlich die perfekte Route. Der Rest ist einfach nur noch so ein bisschen lucky sein. Wobei der eine, der sich normalerweise angewidert wegdreht, dann doch ein Häppchen, wenn der wollte. Der steht wohl eher auf Mochis. Ah, doch. Na, er hier ist kooperativ. So, ich kann dich zwar nicht leiden, weil du nicht aus Fleisch bist, aber ich akzeptiere, dass du grün bist. Join the Tofu. Nein, I will never. Ich werde niemals eurer Todessekte joinen. Aber er ist Mochi, das ist was komplett anderes. Er hat die Mochi-Power, er hat Ruffy geboxt. Oh shit! Aua! Oh, ich wurde richtig gekeult jetzt. Jetzt bin ich. Ich glaube, ich bin tot. Es sei denn. Nee, Mr. X hat Gnade. Ich habe jetzt damit gerechnet, der dreht sich um und keult mir eine. So, und bei denen. Alter, ich sehe richtig zerrupft aus. Ich sehe aus wie eine fucking Alge. Ja, hier, bei euch ist es immer noch am schlausten, einfach vorbeizurennen und euch eurem Schicksal zu überlassen. Es sei denn, ihr werdet jetzt auf einmal Turbo und rennt hinter mir her. Das wäre echt uncool. Komm her, Jeffrey. Komm. Ja, das ist jetzt. Okay, wir kommen gar nicht dazu. Jeffrey hat mich getrollt. Jeffrey trollt me. Er hat einfach die Tür nicht aufgemacht. Der stand hinter der Tür und hat zugehalten. Ja, können wir bitte mal eine Minute an Jeffrey gedenken und was für ein Huso er doch ist? The Tofu Survivor. 9 Minuten 13. Ich finde immer, das ist eine saugute Zeit, worauf ich stolz sein kann. Jeder, der was anderes dazu sagt, kann sich ins Knie ficken. Vor allem, ich bin schneller gewesen als mit Hank. Um eine knappe Minute. Na, ein paar Sekunden.
Aber ja, das tue ich mir nicht an. Wobei das mit den beiden echt um einiges leichter ist. Und spaßiger. Spaßiger vor allem. Weil mit ihm hast du Granaten und einen Flammenwerfer. Die Flammenwerfer... Ja gut, spätestens ab dem Polizeigebäude wird es ein bisschen schwierig, weil du nicht schnell genug eigentlich durch die Gänge kommst, um Mr. X abzuhängen. Bist du eher mit dem Granatwerfer besser bedient? Ja, also du hast die Munition. Also ich würde hier schon fast dazu tendieren, Mr. X vielleicht mal die eine oder andere Granate ins Gesicht zu drücken. Ja, eben. Müsste man mal austesten, wie viele Granaten Mr. X braucht, um auf die Knie zu gehen. Oder ob sich das lohnen würde. Weil wenn, dann würde ich nämlich sagen, direkt wenn du ihn das erste Mal triffst, also wenn er dann halt in dem Gang ist, du hast mehr als genügend Spielraum nach hinten, haust du ihm einfach ein paar Granaten, je nachdem wie viele es sind, muss man halt mal austesten. Haust ihm davon eine Salve um die Ohren und gehst dann deiner Wege. Das nächste Mal, wo er dir entgegenkommen kann, wäre dann oben bei der Treppe, wo auch schon dann wieder kein Problem ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt reinstes Tech-Talk. 9.13, das ist eine gute Zeit. Jetzt habe ich Bock, das bei Maximilian zu gucken, nur um zu gucken, ob meine Zeit besser ist als seine. Ja, weißt du, ist doch so. Oder analysiert wieder das Wesen des Tofu. Oder das. Fakt auf jeden Fall. Das alles vertrauen. Fakt auf jeden Fall ist, Dwarf Survivor ist mega stressig. Also, der Modus, sowohl Tofu als auch Dwarf Survivor, ist mega stressig. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, ich bin mega gespannt auf die DLCs. Wissen wir schon so in etwa, was das wird? Was das für DLCs werden? Also es sollen 3 Minikampagnen mit Leuten sein, mit Szenarien, wenn sie überleben. Also du hast einmal Kendo, dann die Ische vom Bürgermeister, die du bei den gesehen hast. Albans. Ach, die... Und dann noch einen von Hank Squad anscheinend. Na doch, das könnte aber interessant werden. Kommt jetzt halt auch darauf an, wie lang die sind und ne, wie das Gameplay ist. Elektroschockgewehr, ich finde das immer noch so cool. Das Ding sieht aus wie eine fucking Nerfgun, ist von Umbrella. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ich finde das an sich super cool. Generell sich die Waffen hier auch angucken zu können, wenn du sowas hast, finde ich, ist sehr nice. Oh, der Quick Draw. Weißt du, in-game fand ich die Waffe richtig scheiße. Einfach weil die Reload-Time mega lang war und, ne, war an sich nicht so dolle. Aber an sich vom Design her finde ich das Ding super cool. Aber wenn ich mich jetzt wirklich... Ich bin ganz ehrlich so, ich mag solche ja am liebsten. So hier die M19. Das ist ja am ersten so mein Favorit. So vom Design her. Ich mag Waffen, die so ein bisschen moderner aussehen. So ein bisschen... M19 modern? Also ja, die müssen schnittiger aussehen, so, ne? Das ist eine der ältesten, die es gibt vom Design. Ja, ich weiß, aber... Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Sonst, warte mal, gibt's eine, die ist besser? Die Mud. So also du magst ihn ein bisschen schnittiger und nicht so klobig. Ja, das schnittiger meine ich. Ich meine, das ist eher so schnittiger. Das mag ich lieber. Ups. Ey, ich wollte weiter Sachen angucken. Ich war noch nicht fertig. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Ich meine, die Mathilda, ja, geht. Aber sie ist mir an einigen Stellen zu rund. Ja, die Anti-Vergewaltigungsknarre. Die ist auch nicht schlecht. Die hat was. Die, der Babybum. Die JMB. Granate, Blendgranate. Ich suche eigentlich nur Tofu. Oh. Okay. Die Phase 2. Boah. Jeez. Alter, Birkin sieht da so krass aus. Kante? So. Alter, das sieht so cool aus. Tyrant. Ach, Mr. X. X gonna give it to you.
auch immer er da macht. So wird die Rasch, ja, ich breche Genick. Ausgewachsener G. Zombiehund. Lecker. Finde ich jetzt nicht so lecker. Ich suche eigentlich echt nur fucking, ne? Tofu. Marvin? Ach, Marvin. Ach, guck mal, sogar in seinem angefressenen Zustand. Hier, Tofu! Oh. Wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wenn man zurücksetzt, ist das witzig. Woing. Das sieht so dumm aus. Ach so, ja. Wenn ein Stück Tofu mit einem Messer auf dir ist, hat auch nur zwei Animationen. Punk. Ich weiß nicht, also... Für mich ist er der Boba Fett des Resident Evil-Universums. Er war der eine Soldat, der Raccoon überlebt hat. Jappa, jappa, jappa. Ich verstehe den, also diesen Hype um den Kerl nicht. Hm. Es ist so ein gesichtsloser Mob. Aber der hat einen Namen. Ja, super. Erinnerst du dich noch dran? Ich habe den einen Zombie Jeffrey genannt. Krieg ich jetzt eine Jeffrey-Figur? Vielleicht kriegst du einen Jeffrey-DLC. Boah, geil. Jeffrey-DLC. Schreib Capcom an. Jeffrey-DLC confirmed? Fragezeichen. Alle wow. Nur, was zum Fick ist ein Jeffrey? Alter, Konzeptzeichnungen sehen auch so cool aus. Alter, G-Stufe 4. Das Ding sieht so krass aus. Das sieht aus wie so ein Bloodborne-Monster. Generell, ich finde, die Konzeptzeichnungen sind ja auch echt interessant. Waisenhaus, wow. Bisschen mehr, als man eigentlich denkt. Kanalisation. Also man merkt, die haben halt schon eine Menge anders geplant gehabt. Gibt's im Umbrella-Labor wirklich einen Raum, wo oben so diese übergroßen Bakterien rumhängen? Das war der Eingangsbereich, ne? Es sieht aus wie eine Beta-Version vom Eingangsbereich. Weil die Aufstellung ist anders. Ja, also auf jeden Fall hast du da die Couch, den Tresen. Da haben sie sich wohl auch gesagt, so, nee, das ist uns zu cheesy. Megabazillen. Licker sehen hier aus ein bisschen wie Carnage. Big ass alligator moment. Birkin. Alter, die Konzeptzeichnungen von Birkin sehen einfach so fucking cool aus. Also das ist Zeug, wo ich mir als Wallpaper machen würde. Okay, und das ist just Hentai. Vor allem, was ich nicht verstehe, absorbiert er in der Form irgendwie andere Lebewesen, oder? Nee. Weil ich habe das Gefühl, ich sehe hier zwei Gesichter. Das ist ja das Gesicht, was da ab Stufe 2, wo der neue Kopf gewachsen ist, ja dann zur Schulter runter gewachsen ist. Ach so. Also quasi das eine war so nach dem Motto, ich bin jetzt hier in Control und einmal das sagt, na, ja, nee, ich schmelze. Nee, und wenn du dann eben den Fahrstuhl runterfährst, setzt ja sein Zellwachstum komplett aus. Das geht komplett nuts. Ach so. Und versucht er eben alles nachzubilden, was er irgendwann mal gemacht hat. Ich finde die Konzeptzeichnung von Mr. X geil. Es sieht aus wie ein Werner-Charakter. Weißt du, die anderen sehen ja richtig gut aus. Ich frage mich denn, warum sie am Ende jetzt zu so einem Outfit, na sag mal, von so einem Gesicht, was aussieht wie eine verschrumpelte Kartoffel. Das ist halt sowas, was ich nicht ganz verstanden habe. Achso, warum es eher so aussieht, als hätten sie da Masse drauf geschmiert. Bei Mr. X, ja. Weil jetzt sieht er halt sehr, sehr faltig aus, also... Na, bei ihm war es ja halt so, die haben ja eine spezielle Hautschicht auf ihn aufgezogen gehabt. Und die Muskeln waren ja auch verstärkt. Ach so. Also im Prinzip, er war von oben bis unten bulletproof. Der wurde wirklich nur zu besiegen, wenn man in die Augen ballert. Ach so, quasi deswegen.
Also im Prinzip, die haben ihm halt eine synthetische Haut oben drauf gespachtelt. Mhm. In Büchern war es ja auch der Fall. Die haben ja einen Bottich reingekippt mit geschmolzenem Eisen. Alter. Ist er trotzdem noch rausgekrabbelt, war halt entsprechend angeschlagen, weil die Haut halt porös wurde. Dann hatte Claire dann eben noch ein Maschinengewehr zugeworfen bekommen von mysteriöser Person A. Ah, natürlich. Dann hat sie halt auf die Stelle drauf gehalten, die sie halt aufgeheizt hat, sprich die Bauchdecke. Sicher shit. Dann hat sie mir erstmal die ganzen Organe rausgeballert. Aber kannst du halt denken, wenn du halt einen Tyrant hast, der erstmal in Lava badet. Ja. Also Fakt ist auf jeden Fall, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir 3 Stunden an den Zusatzmodi sitzen. Ich habe gedacht, das wird so eine Come-and-Go-Situation. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mir Tofu um einiges witziger vorgestellt, als es jetzt am Ende war. Aber Mochi und Konjac ist wieder so eine Sache. Vor allem, ich finde es geil, dass die ihre eigenen Voice-Actor bekommen haben, die denen einfach japanisches Gibberish von sich geben. Ich glaube, es sind wirklich harteste Beleidigungen. Na, also wenn irgendwer, ich lade das ja auf YouTube hoch, wenn ich hier die Claire-Kampagne fertig hochgeladen habe, als Zusatzpart quasi. Wenn einer von euch das weiß, schreibt es in die Kommentare, falls man überhaupt noch Kommentare schreiben kann, I don't fucking know. Auf jeden Fall, ich mach das Spiel nicht auf Platin. Ich weiß nicht, was Keks sich da in den Kopf gesetzt hat, aber... Also, ich glaube, da hat sie ein bisschen zu viel in den Mund genommen, als sie kauen kann. Ich würde es halt echt feiern, wenn man irgendwie das Zeug Translator noch zu sagen kommt wie Du heutiger Soda ist Chicorée! Du Fleischesser! Veganer an die Macht! Heilunge! Das dürft ihr klippen. Schöne Grüße. Ja, geil. Mach mich noch unbeliebter. Ja, was denn? Der reactet doch eh nur. Der beißt nicht. Trotzdem nur... Alter, nur 4,9% haben Gevatter tot gemacht. Das ist eine ultra seltene. Oh, selten. Also Hank fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Tofu war das Problem und da habe ich jetzt nicht mal was für gekriegt. Das ist ja schockierend an der Sache. Du kriegst ja nur was für Hank. Das ist eine ultra seltene Bronzetrophäe, Alter. Da sind die Lache. Aber ich weiß auch, ich habe die Zeit dafür gar nicht. Ich meine, Sachen wie auf Veteran spielen ist noch eine Sache. Aber, ja. Gerade wenn du weißt, was du tust, stelle ich mir Veteran gar nicht so problematisch vor mittlerweile. Halt, einige Sachen sind anders, aber du weißt immer noch die ganzen Passwörter und alles. Sprich, die ganzen Locker-Codes und... Ja, im Büro musst du dich da nicht groß mit rumschlagen, dann machst du einfach deinen Schreibtisch auf und denkst dir, oh geil, Munition. Deswegen, also Veteran... Ja, ich habe wie gesagt ein Playthrough gesehen und... An sich so schlimm mit den Farbbändern ist das jetzt auch nicht, wenn du weißt, wann was kommt. Kommt darauf an, mit welchem Vorsatz du Veteran spielst. Willst du es haben, darfst du halt keinen der unendlichen Knarren mitnehmen. Echt? Das ist eine Bedingung? Also so wie ich es jetzt rausgelesen habe, ja. Ui. Ja gut, aber wenn du es einfach nur durchspielen willst, ist es ja scheißegal. Ja eben. Und selbst da musst du wirklich mit allem anderen sparen. Ja klar, weil die Viecher halten ja sonst was aus und ne... Ja, nicht mal. Das Problem ist dann halt eben, am Ende stehst du dann halt, je nachdem, was für einen Modus du spielst, entweder im Fahrstuhl oder auf der Rolltreppe und hast eben nur noch Pistole. Ja, und dann tickert deine Zeit durch. So, ja. Meine Meinung bleibt, das Spiel ist mega geil und, ne, einfach ein super, super Remake geworden. Besseres Remake hätte man sich nicht wünschen können. Oder um es ein bisschen auf Deutsch umzusynchronisieren. So sehen sie aus. Guck dir den... was ist neulich rausgekommen, was so richtig scheiße war? Anthem? Hm? Hieß es Anthem? Der neue Spaß von BioWare und Konsorten. War das BioWare? Was, nee, BioWare? Das war BioWare? Nee, was, das EA? Das war EA. Ach so, EA. Ja gut, das wundert mich eigentlich auch nicht mehr.
Dass von EA so eine Keule kommt, das ist mir eigentlich schon bewusst. Nee, aber aktuell, ich würde ja am liebsten gerne mal häufiger mal wieder Sachen so auf Platin machen, aber ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Und gerade Resi 2, da verbrauchst du dann ja gut mal 2 Stunden an einem Run, wenn es gut läuft, ne? Naja, mal gucken. Auf jeden Fall, das war es jetzt streamtechnisch erstmal von Resident Evil 2, weil, ja, den Rest brauchen wir nicht machen. Das ist Blödsinn. Und eigentlich habe ich das ja auch heute nur gemacht, weil ich sonst keine andere Idee hatte, was ich streamen sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte so überhaupt keine Idee. Und seht, wann es sich entwickelt hat. Ihr habt einen eigenen Hashtag kreiert. Ja, ihr habt einen eigenen Hashtag kreiert, der niemals in den Trends landen wird. Und wenn du noch bei Leuten, die sich verwundert umgucken, der macht Videospiele. Mhm. Das ist jetzt, by the way, der Punkt, wo euch das getriggert fühlen müsste und ihr, ne? You catch my code. Harte Veganer-Parolen an die Birne werfen. So, dass wir auf einmal auf Twitter, wollte ich gerade sagen, auf Twitter, auf einmal über gronk.de stehen. Was steht denn heute auf Tripper? Ne, was niemals, will never happen. I don't believe. Ist mir scheißegal. Ich sag niemals nie. Ich sag immer nie. Und true and behold, nie, ich hab nie. Immer recht. Nie. 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 Und jetzt bringt uns ein Gebüsch.